Hallo und herzlich willkommen zum Alex und Archo Podcast. Heute wieder eine Olle und Bolle Folge. Ich weiß, ihr habt lange warten müssen. Aber dafür gibt's heute ein Triple Pack Olle und Bolle, weil mit von der Partie sind Konaba und Unbasiert. Hallo, ihr beiden. Guten Abend. Moin. Ja, für die Leute, die die letzte Folge oder eine der letzten Folgen der Marktradikal nicht gehört haben, ich war ja dort auch zu Gast und dann kam so die Idee auf, hey, Olle und Bolle haben in letzter Zeit oder vor kurzem jetzt erst ein Video gedroppt zum Thema freie private Städte und da es ja auch mal wieder so in die Richtung der libertären Anarchos geht, müssen wir das jetzt irgendwie aufgreifen und deswegen... Ja, haben wir jetzt uns hier zusammengefunden und werden das Video zusammenschauen und jeder hat die Möglichkeit, auf Pause zu drücken und dann seine Kommentare dazu zu geben. Und ich bin sehr gespannt, was wir alles erkunden werden in dieser Folge. Ich bin auch gespannt. Nicht vergessen, das heißt ja noch rechtslibertäre Utopien. Ja. Ja, genau. Lass uns erstmal so ein bisschen über das Video selbst reden. Der Titel ist, wie du gerade gesagt hast, rechtslibertäre Utopien und was, da geht es ja noch da weiter, private Städte, Wohlstand für alle, Folge 116. Und in der Beschreibung zum YouTube-Video heißt es, rechtslibertäre Utopien bzw. Dystopien werden Wirklichkeit. In vielen Entwicklungsländern werden derzeit private Städte aus dem Boden gestampft. So will etwa der US-Rapper Aiken im Senegal eine Smart City bauen lassen und diese auch mit einer eigenen Währung, dem Aiken-Coin, ausstatten. Und in Honduras ist man schon einen Schritt weiter, denn bereits vor knapp 10 Jahren ließ sich die Regierung von Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Romer beraten, der das Konzept der Charter Cities entwickelt hat. Also vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, wir sind ja jetzt mit den Private Cities ein bisschen näher verwandt als vielleicht die meisten anderen Zuschauer. Zum Beispiel auf dem Liberty Sunrise war ja ein Repräsentant der Free Private Cities und hat dazu auch erzählt. Ist ein sehr interessantes Projekt. Wollen wir da jetzt kurz was dazu verlieren oder sollen wir einfach direkt in das Video einsteigen? Was meint ihr? Also ich weiß nicht, ob ich das so gut zusammenfassen kann, aber eigentlich, ja, um die Zuhörer abzuholen, vielleicht nochmal einen kurzen Abriss, was wir uns unter Free Private Cities vorstellen. Also im Prinzip, also wir beziehen uns hauptsächlich auch auf das Projekt von Titus Gebel. Es gibt ja verschiedene CEDES, wie es momentan in Honduras konstruiert wird, und beziehen uns dann halt nur auf diese eine, unter anderem auch, weil häufig ja auch der Vorwurf gemacht wird, es würden da Menschen enteignet per Zwang und Gewalt, und das ist halt bei Titus Gebel nicht der Fall. Die haben sich halt selber in ihre Statuten geschrieben, dass sie genau das nicht tun werden, weil sie eben Privateigentum schützen und achten. Und ich weiß jetzt nicht, also das Konzept dieser freien Privatstädte ist halt im Prinzip ja, dass es einen Anbieter gibt, mit dem man einen festen Vertrag hat, der nicht einseitig änderbar ist. Und dadurch mehr Rechtssicherheit besteht im Gegensatz zum heutigen System. Und auch dieses gesamte Privatstädtesystem ist auch, dass man sich im Prinzip zu verschiedenen Gesellschaftsformen zusammenbilden kann. Dass die einen theoretisch eher christlich-konservativ sich zusammenschließen können und so leben, die anderen eher progressiv-liberal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Vielleicht will noch jemand ergänzen. Also ich finde, du hast das gut erklärt. Und zur Vorgeschichte. Ihr habt ja, also unbasiert, du hast ja mit Fabio die Hexalogie zu Andreas Kemper gemacht. Und Andreas Kemper ist ja auch jemand, der Privatstädte sehr kritisiert. Ja. Und die Kritik von Kemper ist eigentlich so, ja, das ist eine Dystopie, weil da Kapitalismus pur ist und Kapitalismus ist schlecht und da werden die Leute ausgebeutet. Das Paradoxe ist halt immer, warum will dann da jemand hinziehen, wenn er da ausgebeutet wird? Ne? Gerade wenn es einem frei steht, dass es Opt-in ist
Und Leute machen das tatsächlich. Ja, wer bist du zu sagen, dass die eine schlechte Entscheidung getroffen haben? Ja, Wert ist ja subjektiv. Mhm. Okay, aber ich würde sagen, lass uns einfach mal einsteigen. Auf den Jingle freuen sich sicher schon viele. Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Vielfach wurde dieses Thema gewünscht und auch wir wollten uns damit schon immer mal intensiver auseinandersetzen. Es geht um private Städte. Wie der öffentliche Raum immer weiter privatisiert wird, das ist ja das eine und das können wir auch überall erleben. Jugend- und Kulturzentren müssen dann mal weichen, weil Stadtpolitiker wieder einmal Grund und Boden lieber an Investoren für Shopping-Malls verschabeln. Ja, Plätze und Bänke, die man nutzen kann, sind immer rarer gesät. Zunehmend ist es so, dass man die Stadt nur noch als Bürger nutzen kann, wenn man an jeder Ecke Geld ausgibt. Also auch die öffentliche Toilette ist oftmals nicht mal mehr gratis. Privatisierungsmaßnahmen sind seit Jahrzehnten weit verbreitet und da gibt es ja auch das beliebte Konzept der Private-Public Partnerships, kurz PPP, für das Politiker aus Union und SPD immer wieder lobbyiert haben. So wird die öffentliche Infrastruktur teilweise in private Hände überführt, angeblich um Kosten zu sparen. Dabei ist oft das Gegenteil richtig. Zudem gibt es keine Notwendigkeit dafür, denn das Hauptargument für PPPs war und ist eine Lüge. Der Staat, das Land, die Kommune, die können sich das nicht mehr leisten. Deswegen müssen wir das jetzt einfach mal abtreten. Aber das andere ist jetzt das Konzept, das wir vorstellen und das wir in Stufen jetzt vorstellen. Also das gibt es in Abstufungen. Und wir fangen da mal ein bisschen anders an und wir schauen erstmal, wie sind eigentlich jetzt schon manche Städte strukturiert, auch wenn sie noch eingebunden sind ins normale Stadtleben? Also wir sollten vor dem Hintergrund des Phänomens Privatstädte uns auch ansehen, was es bereits gibt und da vor allem jetzt mal die extremste Ausprägung sehen in diesen Privatstädten. Denn es gibt da sozusagen Vorstufen, die auch nicht ohne sind. So gibt es beispielsweise in Südkorea die Digital City und die Digital City. Bevor wir jetzt weitermachen, wenn die jetzt mit den einzelnen Städten einsteigen, vielleicht mal kurz zur Einleitung. Also mir ist direkt aufgefallen, hier Kulturzentren müssen schließen, weil die Stadt verkauft die ja an private Investoren. Das ist jetzt nicht unbedingt was jetzt unbedingt aus dem Markt hervorgeht, wenn die Stadt etwas Böses tut. Also im Prinzip müsste man doch der Stadt den Vorwurf machen, im Prinzip gegen seine Bürger zu handeln und nicht dem Investor, der es dann kauft. Also ja, es ist meiner Meinung nach jetzt kein unbedingter Vorwurf, den man dem Markt machen könnte. Ich gehe noch eine Nummer weiter und würde behaupten, dass es einfach gar keine Nachfrage nach diesem Kulturzentrum groß gab, wenn sich es nicht von selbst rentieren würde. Ja, das würde ich noch nicht mal behaupten. Also selbst wenn die Nachfrage groß ist, könnte die Stadt ja willkürlich sagen, weil sie ja eben keine Profite damit erwirtschaftet, in dem Sinne, könnte sie einfach sagen, ja, wir schließen das jetzt und verkaufen das oder, ne, also. Ich würde sagen, dass die Nachfrage da entscheidend war. Ich glaube, die Grundannahme von Olle und Bolle ist halt, Kulturzentren sind Non-Profit und deswegen im Kapitalismus existieren die einfach nicht, weil es wirft ja keinen Profit ab und Kapitalismus ist ja profitorientiert. Und ich finde den Punkt, der ist schon wichtig. Ja, wenn dann Nachfrage nach einem Kulturzentrum oder einer Kulturzentrum ähnlichen Einrichtung ist in der Stadt, dann ist da ja eine unternehmerische Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, also da greift ja dann eigentlich der Kapitalismus und dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, kostet dann vielleicht was und ist aber dann an die Marktmechanismen gebunden, ja. Und dann entscheidet der Freimarkt, der Markt regelt. Und wenn die Leute da hingehen wollen und diesen Dienst konsumieren wollen, um sich halt an Kultur zu bereichern, dann stimmen sie ab mit ihrem Geld, was sie abgeben. Ja, ich will das haben. Und wenn du eine Stadt hast, die
diesen Dienst bereitstellt, dann hast du eben genau diesen Abstimmungsmechanismus nicht. Ja, man hat vielleicht einen demokratischen Abstimmungsmechanismus, wo die Leute alle 4 Jahre einmal mit keinen Konsequenzen für sich selber ein Ja oder Nein oder das Kreuz bei der grünen oder bei der blauen Partei machen kann, aber sie haben eben nicht diese unmittelbare Einfluss auf ihr eigenes Leben. Und deswegen finde ich das wünschenswert, dass auch Kulturzentren und der ganze Rattenschwanz von anderen Institutionen, ja, Bildungseinrichtungen, Straßen und so weiter, auch diesem Marktmechanismus ausgesetzt werden, damit wir eben endlich mal diesen Realitätscheck haben. Ja, was brauchen wir denn davon eigentlich und was ist einfach nicht, was lohnt sich nicht, was wollen die Leute gar nicht haben? Und das entscheidet eben nur der Marktprozess gerecht. Und was mir auch noch eingefallen ist, man könnte uns ja jetzt dann wieder Shitpost-mäßig vorwerfen, ja, sollen denn jetzt die Kinder und Jugendlichen für das Kulturzentrum zahlen? Nee, also es gibt vielleicht da auch in der Elternschaft oder bei Vereinen Interesse daran, diese Jugendzentren zu leiten. Wie nach Caritas oder sowas, ne? Also das, ja, also nur um dem schon mal vorwegzunehmen, von wegen, ja, sollen jetzt die Kinder und Jugendliche für das Jugendzentrum zahlen. Ne? Ja. Also mir fallen dutzende unterschiedliche Mechanismen ein, wie sich so eine Organisation am Leben halten kann. Ja. Ja? Die könnten ja zum Beispiel auch sagen, hey Leute, damit wir hier alle in der Kommune zusammen sein können, muss halt jeder ein bisschen mit anpacken und dann, keine Ahnung, ja, arbeiten die Nutzer sozusagen, bewirtschaften selber den Grund und Boden. Also da gibt es unterschiedliche Modelle und einfach nur zu sagen, ja, der freie Markt macht es nicht und nein, ich lasse mich nicht vom Gegenteil überzeugen, das ist halt, finde ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, da würde ich mir ein bisschen mehr intellektuellen Tiefgang von den beiden wünschen, dass sie sich halt da tatsächlich damit beschäftigen, weil sie schreiben sich ja Ökonomie immer wieder auf die Fahne. Ja, wie sieht es denn ökonomisch eigentlich aus? Und genau, gut. Ja. Ein Problem habe ich noch. Ich weiß noch nicht, warum die Wohlstand für alle heißen, wenn sie nach Spenden betteln mit IBAN und Fiat-Währung, weil wir alle wissen ja, wie die Inflation zuschlägt. Das ist ja kein Wohlstand, den die da generieren. Die hätten sich mal lieber irgendwie ein Wallet gemacht und Kryptowährung eingesammelt, die ja eher deflationieren. Also so wird es nicht, ihr beiden, mit Wohlstand. Wenn die Monero akzeptieren würden, würde ich ihnen vielleicht sogar was spenden. Einfach nur, weil ich das... Ja, auch wenn ich so unterschiedlich mit ihnen wäre, das würde uns dann verbinden. Aber es zeigt halt ja auch, dass sie eben da auf so traditionellen Wegen sind. Das passt halt wunderbar in das Weltbild von Olle und Bolle. Das sind Leute, die der Modern Monetary Theory anhängen, die sehr auf Banken fokussiert sind und den Kapitalismus eigentlich ganz schlimm finden, aber dann irgendwie Banken und Wirtschaft und so weiter doch ganz toll. Und ja. Deswegen passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Mhm. Gut, dann machen wir mal weiter. Jetzt kommen so ein paar Beispiele von Vorläufern von privaten Städten, ne? Ja, so wie ich das verstanden habe, ja. Ich drücke mal, oder du? Ja. Samsung ist okay, das. Und dort leben 35.000 Angestellte. Digital City hat 4 Wolkenkratzer und 131 kleinere Gebäude. Oder wenn wir nach China blicken, Tencent will da in Shenzhen eine Stadt namens Net City erbauen und dort sollen dann 80.000 Menschen leben und arbeiten. Über Shenzhen haben wir in Episode 73 schon ausführlicher gesprochen. Angelegt wurde die Metropole vor 40 Jahren als Sonderwirtschaftszone. Und das bedeutet, man bot für Investoren aus dem Ausland günstigere Bedingungen als in der restlichen Volksrepublik. Außerdem beschleunigte man bürokratische Prozesse, ließ früher marktwirtschaftliche Strukturen zu und so weiter. Aber natürlich hat die KP den Unternehmen das Feld nicht gänzlich überlassen. Aber man hat da bewusst Spielräume geschaffen in Shenzhen, um solche Entwicklungen rasch anzustoßen. Befürworter von privaten Städten wiederum, die ziehen als Positivbeispiel häufig Hongkong heran. Also nachdem die Briten 1997 Hongkong freigegeben haben, handelt es sich ja um eine chinesische Sonderverwaltungszone, die eigentlich nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme regiert wird.
Jetzt wissen wir, dass Peking massiv gegen Hongkongs Autonomie vorgeht. Bislang aber war Hongkong ökonomisch ein Erfolgsprojekt, auch unter britischer Herrschaft. Das internationale Kapital liebte dieses Stück Land. Hongkong prosperierte, auch wenn es fremdbeherrscht war. Für den Wirtschaftswissenschaftler Paul Romer, der 2018 den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, war Hongkong ein Vorbild, als er 2009 auf einer TED-Konferenz sein Charter-City-Konzept vorstellte. Schon Milton Friedman schwärmte in den 80er Jahren, Hongkong ist das Zitat quasi Laborexperiment für die Frage, was passiert, wenn sich die Regierung auf ihre eigentliche Funktion beschränkt und den Menschen die Freiheit lässt, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Zitat Ende. Was in Hongkong wirtschaftlich, für die Wohlhabenden zumindest, gut funktionierte, muss doch eigentlich auch übertragbar sein auf andere Länder. Und jetzt fragen wir uns, welche Idee liegt denn diesen Charter Cities zugrunde? Ja, Romer inszeniert sich als edler Kämpfer gegen die Ungleichheit und glaubt, eine Lösung für die Migrationsbewegungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte gefunden zu haben. Fläche. Ja, ich denke mal, wir können jetzt erstmal auf Hongkong eingehen. Da hatte Kunawa schon was in unserem Pad zugeschrieben. Ich denke, er hat was dazu zu sagen. Gut, dass du an mich denkst, ja. Ja, Hongkong hat halt überhaupt nichts mit einer freien Stadt zu tun. Hongkong war eine Sonderverwaltung, Sonderwirtschaftszone. Das Primäre, warum das Kapital und somit auch Wohlstand angezogen hat, war primär deshalb, weil sich Investoren schon in den chinesischen Kapitalmarkt einkaufen wollten, ohne an den stark regulierten chinesischen Börsen rumzugehen und ein bisschen westliche Rechtssicherheit zu haben, die du eigentlich nur in Hongkong haben konntest. Dann kommt noch das Thema, dass es natürlich Hafenlager hatte und zu dem Zeitpunkt war Hongkong noch einer der größten Häfen und dem mit Umschlagsplätze für internationale Güter weltweit. Die wurden jetzt überholt, Singapur erst und jetzt ist es, glaube ich, Shanghai ist vorne dran auf Platz 1, danach Singapur und Hongkong irgendwie auf 5, 6. Insofern, das irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen mit Charter Cities oder mit Free Private Cities ist ja töricht, würde ich behaupten. Aber ist es nicht so, dass zum Beispiel die Heritage Foundation, die macht doch immer ihren Economic Freedom Index und da war auch Hongkong doch eine ganze Zeit lang an erster Stelle mit so 98 Punkten oder so, ne? Ja, die waren immer recht vorne mit dabei. Das war halt ein bisschen das Glück, weil keiner sich so richtig zuständig gefühlt hat auch, ne? Also die Chinesen nicht und die Briten auch nicht. Also es war ja so eine, wenn zwei sich streiten, freut sich der Kapitalmarkt, würde ich behaupten. Oder beziehungsweise die wirtschaftliche Freiheit. Und was immer in Hongkong angeführt wird, ist vor allem von linken Kreisen, ist ja dieses Thema, ja, die Mieten sind da so hoch, ja, selbstverständlich. Du hast eine Insel oder beziehungsweise eine Halbinsel, die halt nicht wachsen kann und die Leute wollen dahin. Das beweist eigentlich nur, wie attraktiv Hongkong ist, wenn die Mieten steigen, weil du diese Stadt einfach nicht erweitern kannst. Rein ja, physisch nicht. Guter ja. Punkt. Sei in vielen armen Ländern ausreichend verfügbar. Die Regierungen wissen sie nur nicht vernünftig zu nutzen und da wäre es doch besser, wenn die Länder einzelne Flächen verkaufen, damit dort reiche, smarte, digitale Städte entstehen können. Nur wie soll das genau aussehen? Nun, ein Entwicklungs- oder Schwellenland stellt eine unbesiedelte Fläche zur Verfügung und dann kann diese Fläche von einem Industriestaat erworben werden. Das schafft Vertrauen und Stabilität. Romer sagt, die größte Hürde für Investitionen ist bisher das politische Risiko. Und das Risiko wird minimiert durch den Industriestaat, der dann plötzlich dahinter steht, das verwaltet. Deshalb sollen Fachleute aus den westlichen Demokratien dann, die aufgrund ihrer juristischen, administrativen oder ökonomischen Kompetenzen Rechtssicherheit garantieren, diese Städte aufbauen. Man kann das natürlich nicht nur auf Demokratien beziehen, sondern auch auf China und schauen, wie man da vielleicht solche Projekte in Afrika anstrebt. Die armen Länder verzichten also auf ein Stück Land bzw. geben Souveränität ab und übertragen sie auf einen anderen Staat und auf deren eingesetzte Technokraten. Romer betont die Wahlfreiheit. Es wird ja niemand gezwungen, in so einer Stadt zu leben und zu arbeiten, wenngleich hier natürlich der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse verschleiert wird, der den Menschen keine wirkliche Wahl lässt. Ja,
Also das war, ich muss jetzt ein paar Sachen, die ich nicht ganz gecheckt habe, wo ihr vielleicht mehr den Durchblick habt. Also die haben ja da gerade eben noch drüber geredet, dass Staaten praktisch die Fläche von Entwicklungsländern kaufen und dann da ihre Free Private Cities hinstellen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sie das ernsthaft, dass die Free Private Cities so erklären, dass Staaten das machen und dann zu Industriestaaten werden? Also ich habe das so verstanden, also ja. Oder ging es da um Charter Cities und Charter Cities sind was anderes? Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ah, hier. Also ich bin da auch auf einer Webseite gerade. Ist jetzt natürlich die Frage, ob sich das nur an Staaten richtet oder nicht. Nochmal ganz kurz. Eine Free Private City definiert sich ja gerade dadurch, dass sie eben keinen Staat hat, sondern dass das ein Unternehmen ist und die als marktwirtschaftliches Unternehmen auftreten und du einfach eine Vertragsbeziehung mit denen eingehst, wo beide Seiten unterschreiben, sich einigen und dann gelten halt die AGBs. Ja, und da ist eben im starken Kontrast zu einem Verhältnis, was man mit einem Staat hat, wie Rothbard das so schön beschrieben hat, der du bist ja von deiner Geburt an sozusagen dem Staat verschuldet und bist sozusagen ein Teil davon, kannst dich dem nicht wirklich entziehen und dass es eben nicht mit deiner Erlaubnis passiert. Ja, also da fragt dich ja keiner bei der Geburt oder wenn du 18 bist, ja, hier ist jetzt, da knallt man so die Gesetzbücher auf den Tisch, das hier sind die Regeln, was sagst du dazu? Weil da würden wahrscheinlich viele Leute sagen, oh, das kann ich mir nie alles durchlesen, da sage ich, da unterschreibe ich nicht. Ja, dann müsste der Staat das attraktiv für die Leute machen. Und genau da kommen ja die Free Private Cities rein. Ja, dann geht es auf einmal an die unternehmerische Frage, ja, wie designen wir denn dieses Rechtswerk, weil es ist ja ein Rechtswerk, was da konzipiert wird, so, dass es für uns eindeutig ist, für die Nutzer eindeutig ist und dass es leicht zu befolgen ist. Weil wenn das dann so eindeutig ist, dann haben wir möglichst wenig Konflikte. Bei einem Konflikt kann man immer relativ klar sagen, wer ist denn jetzt der Eigentümer und der hat das Entscheidungsrecht zum Beispiel. Und das ist eben in einem Staat nicht möglich. Ja. Und deswegen, ich fand das, die Einleitung war gerade für mich wieder mal, ja, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mit so Kreisen verkehre, das ist immer so ein intellektueller Nebel und da tauchen dann so Ideen auf und die kommen über die absurdesten Wege zu so einem Thema hin. Ich hätte ja jetzt zum Beispiel angefangen mit, yo, es gibt ja eine philosophische Denkschule, die denkt, dass wir Naturrechte haben und dass wir das Recht also haben, Land zu erwerben und dieses Land zu bewirtschaften und auch mit unseren Regeln darauf zu leben, im friedlichen Einvernehmen. Ja. Und die hier mit, keine Ahnung, Hongkong und so weiter, ja klar, das ist die historische Schiene, aber ja, es war für mich jetzt nicht so eindeutig. Ja. Ich habe nebenher noch ein schnelles Interview mit Paul Romer und der Zeit gelesen, weil er bei denen auch referenziert wird über Charter Cities und da finde ich auch nichts dazu, dass irgendwelche Staaten die Fläche kaufen, sondern dass das schon Privatpersonen sein sollten. Und er da halt eine eigene, in Anführungszeichen, Verfassung oder Charta, wie er es nennt, in diesem Gebiet halt gilt. Das heißt, Hongkong schon mal als Beispiel fällt dann halt komplett raus und auch das Thema, dass irgendein anderer Staat da was kaufen würde. Also ist jetzt nur eine Unterstellung, aber also von Andreas Kemper zum Beispiel hört man ja immer wieder, ja, eigentlich ist ja dann dieser private Unternehmer auch nichts anderes als ein Staat, weil er eben nicht begreift, was ein Staat ist und was ein Privatunternehmen ist. Vielleicht denken sie ähnlich. Also vielleicht denken sie daher, Staaten kaufen Staaten, weil automatisch dieser Privatunternehmer zu einem Staat wird oder so. Ist jetzt bloß Unterstellung, aber vielleicht kommen die deswegen darauf. Genau, die denken, wir sind alle der Staat und deswegen ist immer, wenn eine Handlung passiert, das ist eine staatliche Handlung. Ergibt ja auch total Sinn. Okay. Ja, von mir aus schon mal weiter. Also wird es außerhalb der Stadtmauern dann wahrscheinlich noch werden, dass sich das Kapital dann auf die Privatstadt konzentriert, wo man mehr Rechtssicherheit hat, wo man vielleicht aber auch mehr darf.
Man baut quasi dem internationalen Kapital dort eine Festung und das wird sich hüten, vor die Tore der Stadt zu gehen. Der Staat, der die Fläche verkauft, der verfügt zwar kurzzeitig über etwas mehr Liquidität, doch wird er dadurch wahrscheinlich nicht einen echten Entwicklungsprozess anstoßen können. Im Prinzip sieht man das so auch in der Comic-Verfilmung Black Panther. Schön, du sprichst meinen Lieblingsfilm an, ne? So kann man es sagen. Nein, natürlich nicht. Black Panther spielt größtenteils wie Wolfgang gerade so mein Lieblingsfilm und dann so ohne eine Miene zu verziehen. Nein, natürlich nicht. Weil der ist ja auch Filmkritiker, ne? Der hat ja den Film wahrscheinlich nicht so gut gefunden. Ich will mir das eigentlich gerade nochmal angucken. Ich spule nochmal hier 10 Sekunden zurück. Einen echten Entwicklungsprozess anstoßen können. Im Prinzip sieht man das so auch in der Comic-Verfilmung Black Panther. Schön, du sprichst meinen Lieblingsfilm an, ne? So kann man es sagen. Nein, natürlich nicht. Black Panther spielt größtenteils in dem sehr reichen Staat Wakanda. Und während außerhalb dieses fiktiven afrikanischen Hightech-Staates die Menschen Hunger leiden, leben innerhalb des monarchistisch geführten Staates alle wie die Maden im Speck. Es ist typisch für Marvel, dass Wakanda nicht demokratisch regiert wird, sondern es da eine Herrscherfamilie gibt, wie ja auch der Kapitalismus Dynastien hervorbringt, deren Regentschaft dadurch zementiert wird, dass es weder eine angemessene Vermögensteuer noch eine Erbschaftssteuer gibt. Wir kommen auf Wakanda gleich nochmal zurück. Bleiben wir zunächst noch ein wenig bei diesem Konzept von Paul Roma. Mindestens 1000 Quadratkilometer soll die Fläche für so eine Charter City groß sein. Und in dem Konzept heißt es, Zitat, Also ich hatte mir gerade auch noch eine Notiz dazu gemacht. Erstmal nehmen Sie ja einen fiktiven Film. Ja, also das ist ja nichts, was in der Realität wirklich besteht. Ja, also das hat sich irgendjemand ausgedacht, genauso wie sich andere Menschen früher Dystopien ausgedacht haben und da einen Roman draus geschrieben haben oder ein Filmskript oder wie auch immer. Ne? Zweitens sagen Sie, Wakanda wird monarchisch geführt. So, das ist aber nicht das Konzept freier Privatstädte, ein Erbmonarchen oder Wahlmonarchen irgendwie zu haben, sondern privatwirtschaftlich Verträge zu haben. Also demnach finde ich das schon wieder ein sehr schlechtes Beispiel, was sie heranziehen. Klar, es ist wahrscheinlich das Beste, was sie finden können, weil Privatstädte in dem Sinne so noch nicht existieren, also zumindest jetzt noch nicht so lange und gerade erst im Aufbau sind. Aber und genauso, aber ja, die Monaco wäre ein besseres Beispiel gewesen. Eine Sache noch, Sie sagen ja, innerhalb dieser böse monarchisch geführten Stadt, ja, leben die Leute gut wie die Made im Speck und außerhalb, wo der in Anführungsstrichen normale Staat regiert, also nach ihrem Vorbild vielleicht, da leben sie alle ärmlich und so. Dann muss man doch fragen, okay, wer hat denn jetzt diesen Wettbewerb der Ideen gewonnen? Also in dem Fall ja doch eigentlich der monarchische Staat, oder? Hier die Anspielung auf Hoppe, oder? Ja, gut, aber ich bin ja kein Monarchist, aber ja, es ist im Prinzip eine Anspielung auf Hoppe. Das Schöne ist, es impliziert ja auch schon wieder, dass aufgrund der Privatstadt, ja, also jetzt in dem fiktiven Beispiel Wakanda, dass es denen außen schlecht geht. Aber das ist ja eine Hypothese, die sie auch gar nicht belegen. Die sagen aber nur, ja, da drin leben alle wie die Maden im Speck und außen ist scheiße, sozusagen. Außen Shithole. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, dieser Leuchtturm nicht da wäre, heißt das dann im Umkehrschluss, dass draußen kein Shithole wäre. Das ist ja nicht so, ja. Ich meine, wenn du nach Afrika schaust, ich sag mal so, da ist jetzt nicht so viele Stellen, wo du sagen würdest, oh, da ist es ja wunderschön. Und da gibt es halt ein paar Hochburgen, wo, wenn die halt nicht da wären beispielsweise, dann wird es wahrscheinlich außen auch nicht besser aussehen. Also allein diese Tatsache irgendwie, das ist ja wieder diese Kuchentheorie, wo sie ja wieder, die kommen nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf, wo sie denken, okay, wir haben nur ein begrenztes Kapital in irgendeiner Art und Weise und wenn sich das irgendwo akkumuliert, ist es dann nebendran halt schlechter, weil ja das ganze Kapital in der Ecke ist. Und ich glaube, da machen sie halt einen geistigen Fehlschluss. Ja. Jetzt rauscht's hier. Ich habe das Gefühl, ich muss mal kurz den Kanal verlassen. Es tut mir leid. So, wieder da. Entschuldigung.
Das geht schnell bei dir. Okay, dann mache ich wieder Play. Städte bieten eine wirklich globale Win-Win-Lösung. Diese Städte bekämpfen die weltweite Armut, indem sie den Menschen die Möglichkeit bieten, der prekären und schädlichen Subsistenzwirtschaft oder gefährlichen städtischen Slums zu entkommen. Charterstädte ermöglichen es den Menschen, an einen Ort mit Regeln zu ziehen, die Sicherheit, wirtschaftliche Chancen und eine bessere Lebensqualität bieten. Charterstädte bieten den Verantwortlichen auch mehr Möglichkeiten zur Verbesserung der Regierungsführung und den Investoren mehr Möglichkeiten zur Finanzierung von sozial nützlichen Infrastrukturprojekten. Alles, was man braucht, um eine Charterstadt zu gründen, ist ein unbesetztes Stück Land und eine Charter. Die Idee also, indem wir arme Länder und deren Bürger ihrer Souveränität berauben, also durch unser Geld enteignen, können wir die Ungleichheit besiegen, denn plötzlich gibt es ja Chancen für alle. Zugleich wird auf Selektion gesetzt, denn selbstverständlich stehen solche Stadtprojekte keineswegs allen offen. Roma exemplifiziert auch konkret, wie ein solcher Deal zwischen zwei Ländern aussehen könnte. Man muss auch so eine Charter City nicht immer da gerade errichten, wo man es mit dem armen Land zu tun hat, sondern auch das reichere Land kann eine Charter City für ein ärmeres Land anbieten. Er spielt das mal durch am Beispiel von Indonesien und Australien. Indonesien ist ein armes Land, politisch eher instabil, und eine Viertelmilliarde Menschen leben dort. Zudem gibt es da eine recht dichte Besiedlung, also 147 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist jetzt noch nicht so wie in Deutschland, aber im Vergleich zu Australien relativ dicht. Da leben nur 3 Bürger auf einem Quadratkilometer. Das ist jetzt gar nicht der entscheidende Punkt, also die Bevölkerungsdichte für die Attraktivität von Australien für viele Indonesier, die gerne auswandern würden. Australien verspricht natürlich vor allem mehr berufliche Chancen, auch mehr Stabilität, und deshalb schlägt Roma vor, dass Australien eine gewisse Fläche Indonesien zur Nutzung zur Verfügung stellt. Und Roma erklärt, ein vom australischen Premierminister ernannter Beamter würde australisches Recht anwenden und australische Institutionen verwalten. Mit einigen Änderungen, die in Absprache mit der indonesischen Regierung vereinbart würden. Menschen aus Indonesien, viele von ihnen gering qualifizierte Arbeitskräfte, könnten als vorübergehende oder ständige Einwohner in diese Zone kommen, würden aber indonesische Staatsbürger bleiben. Ein Teil ihres Arbeitseinkommens könnte besteuert werden und an die Regierung in Indonesien zurückfließen. Als indonesische Staatsbürger hätten die indonesischen Einwohner der Stadt keinen Anspruch auf einen Wohnsitz oder die Staatsbürgerschaft in Australien selbst. Man glaubt, solch einen Urbanisierungsdrang, den es... Ich habe hier gerade neue Notizen gesehen. Es geht sich um die Enteignung, die in den Raum geworfen wurde. Ja, also es war ja die Frage gerade, wurde einfach so im Halbsatz schnell daher gesagt, ja, diese Charter Cities, die werden ja durch unser Geld enteignet, war ja die These, die Bolle da einfach mal in den Raum geworfen hat. Da habe ich mehrere Fragen zu. Erstmal, enteignet wurde ja meiner Meinung nach nichts, weil ja das ein ganz normaler Kaufvertrag zwischen einem Staat, der Fläche verkauft, gegenüber einem anderen Staat beziehungsweise einer privaten Institution ist oder einer Privatperson. Also schon mal keine Enteignung. Und durch unser Geld... Klar, wenn ein Staat den anderen Staat was abkauft, wäre es theoretisch unser Geld, in Anführungszeichen. Aber wenn es jetzt eine Privatperson macht, dann hast du ja da kein Mitspracherecht, weil es ja privates Vermögen in irgendeiner Art und Weise war. Ich kann mir halt wieder vorstellen, dass sie ja denken, wir alle sind der Staat. Und wenn dann der Staat entscheidet, etwas zu verkaufen, dann enteignet der Staat den Staat. Also... Ja, ja. Man könnte auch sagen, es ist Entwicklungshilfe, weil ja das Geld, was du sozusagen an Steuern bezahlst, an einen anderen Staat geht, der gezwungen ist, sozusagen Land zu verkaufen, aus irgendwelchen Gründen. Dasselbe ist ja eigentlich Entwicklungshilfe. Du gibst ja Geld, also Steuergeld, ja, in irgendeiner Form an einen Staat, dem es halt in Anführungszeichen schlechter geht. Und auch jetzt also zu dem Indonesien-Beispiel und Australien. Ja, da machen halt zwei Staaten untereinander irgendwie einen Deal. Die einen kriegen da irgendwie Land mit der Rechtsprechung des anderen Landes und da fließen dann Steuergelder wiederum zurück, die dann da erwirtschaftet werden in das Geberland quasi. Und ja, Staaten machen Staatensachen. So, wo ist das jetzt irgendwie Privatstadt? Wo ist das jetzt Privatrechtsordnung oder ein
ein Vertrag, den ich selber mit irgendwem aushandeln kann. Wo, also ich sehe wieder die Kritik nicht bei freien Privatstädten. So. Ja, das finde ich eine sehr gute Beobachtung, weil der Titel ist ja eigentlich Rechtslibertäre Utopien. Ja, also das Rechts müssen Sie natürlich davor stellen, dass es schlecht ist, dass jeder, der es liest, direkt weiß, ah, hier reden wir jetzt wieder von was Kontroversem, was schlecht ist, deswegen rechtslibertär. Weil linkslibertär, ja, wollen Sie uns jetzt alle Begriffe klauen, ja, ist libertär jetzt auch noch ein linker Begriff, okay. Und private Städte verstehe ich, ja, mit meiner naiven Sicht auf die Welt, verstehe ich so, ja, privat besessene Städte. Städte, die in privatem Besitz sind und nicht in öffentlichem, in Anführungszeichen, Besitz. Ja, also, wo praktisch ganz klar ist, und dem gehört das zu 51% und der trifft die Entscheidungen hier. Ja, oder ihm gehört es zu 100%, whatever. Und da verfehlen die beiden komplett das Thema. Ja, also in Deutsch hätte man bis jetzt eine 6 gegeben, weil einfach ja, am Thema vorbeigeschrieben. Das ist zwar alles ganz interessant, was sie da recherchiert haben mit dem Roma und so, aber ja. Ich hatte von dem vorher noch nie was gehört und ich bin jetzt kein Noob in der Szene. Ja, und deswegen das Thema, was mich jetzt eigentlich, wo ich gedacht habe, das erwartet mich, haben sie bis jetzt noch nicht angesprochen. Mhm. Ohnehin. Vielleicht kommt das ja jetzt. Der indonesischen Bevölkerung gibt, dann beschleunigen zu können. Wer will, kann in der Stadt leben. Gleichzeitig könnten so kostbare Wälder Indonesiens geschützt werden. Indonesien könne so nach und nach mehr Fläche als Naturschutzgebiet ausweisen, ohne ökonomische Verluste zu haben. Und einen Teil der freigewordenen Fläche könnte Indonesien selbst wiederum im Ausland als Charterstadt anbieten und so weitere Gewinne einfahren. Wir merken, hier wird die Welt vorgestellt als ein Schachbrett, auf dem man einfach nur die Figuren, sprich die Bürger ein bisschen hin und her verschieben kann und dann wird das allen recht sein. Verschwörungstheorie. Man kann natürlich sagen, dass du hier Charter City. Ja, und ich finde halt, das, was sie bis jetzt erklärt haben, ja, das stellen die jetzt so hin und sagen, das ist unsinnig. Und hey, ja, ich stimme mit den beiden ja überein. Das ist unsinnig, ja. Was da gemacht wird. Ja, dass der eine Staat dem anderen da Land unterschiebt und so weiter. Da bin ich voll nicht dafür. Aber das ist ja eigentlich nicht das Thema. Ja, nochmal, wir wollen ja eigentlich über private Städte lernen und das ist hochinteressant, was damit alles zusammenhängt. Ja, wenn man auf einmal eine private Rechtsordnung ersinnt und praktisch bei jedem Gesetz, in Anführungszeichen, gucken muss, okay, ja, wie mache ich das denn jetzt so, dass ich meinen Wettbewerbern auch keine ungünstigen Vorteile gebe und dass ich natürlich meine Kunden bestmöglichst zufriedenstelle. Und gut, aber ja. Ich denke, es kommt noch. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Etwas besonders transparent wird und auch nochmal verstärkt wird, was ohnehin vorhanden ist, und zwar die Ungleichheit durch Staatsbürgerschaft. Also es gibt ja heute auch schon so Citizenship by Investment Programme. Blicken wir zum Beispiel nach Spanien, da kann man für den Kauf einer Immobilie im Wert von 500.000 Euro zunächst ein Bleiberecht erhalten und dann auch nach 5 Jahren beantragen, spanischer Staatsbürger zu werden. Alternativ kann man für 2 Millionen Euro spanische Staatsanleihen erwerben oder 1 Million auf ein Bankkonto einzahlen, um die Staatsbürgerrechte zu erhalten. Es gibt dann auch wiederum Unternehmen, die diese Staatsbürgerschaften im Auftrag des Staates zu verkaufen. Und da kostet so ein Pass dann einfach mal 50.000 bis 70.000 Euro. Wir müssen das Thema Staatsbürgerschaft nochmal in einer eigenen Folge behandeln. Es ist jedenfalls ein Riesenmarkt. Portugal, Spanien, einige andere Länder versuchen sich dadurch dann zu sanieren, denn die EU ist selbstverständlich attraktiv. Sehr viele Russen und Chinesen machen von diesen Modellen Gebrauch. Roma jedenfalls wollte seine Idee auch möglichst schnell in die Tat umsetzen und es gab eine günstige Gelegenheit dafür in Lateinamerika. In Honduras lebt die Hälfte der Bevölkerung in extremer Armut. Jeden Tag. Du bist gemutet, Kunava. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich rede hier einfach los. Ich wollte nur mal ganz kurz einhaken. Das Thema, jetzt haben wir wieder 2 Minuten gehört und jetzt geht es um Staatsbürgerschaft in Spanien, wenn man Immobilien kauft oder Staatsanleihen oder Pipapo mit einem bestimmten Wert. Also, ich meine, 12 Minuten sind um und wir haben immer noch nichts über Free Private Cities gehört in irgendeiner Art und Weise. Ja, das hat alles also die versuchen so den, zu tun.
die setzen so den Ton, dass alles ganz schlecht ist, sind aber noch überhaupt gar nicht auf das Thema eingegangen in irgendeiner Art und Weise. Mehr wollte ich dazu aber nicht sagen. Genau, sie haben es jetzt geschafft, und oder den Zuhörer oder Zuschauer schon mürbe zu machen. Ja, man ist schon ein bisschen verwirrt, die Zusammenhänge passen irgendwie nicht so ganz, und jetzt kommen sie praktisch zum Eingemachten. Ja, jetzt kommen sie und scheinbar auf Honduras zu sprechen, ja. Genau. Aber ja, ich fand das eine sehr scharfe Observierung. Es war bis jetzt alles nur schlecht, und auch wenn man ein bisschen drauf geachtet hat, wie sie die Sachen formulieren, das ist so, da sprechen sie über was Abfälliges und ja. Und teilweise auch Sachen, die wir ja auch kritisieren würden, ne? Also. Ja. Ja. Gut. Es werden durchschnittlich 10 Menschen ermordet, die Aufklärungsquote ist verschwindend gering, und diese Regierung ist eigentlich in einer Dauerkrise. Und sie öffnet sich aber immer mehr den neoliberalen Versprechungen, oder sie glaubt nach wie vor daran, dass wenn sie sich da nur genug öffnet, sie aus diesem Elend herauskommt. Das geht seit den 70er Jahren so. Da begann das Land schon Sonderwirtschaftszonen einzurichten. 1998 erklärte man das gesamte Land für Exportfirmen zu einer Sonderwirtschaftszone. 2010 ging man dann aber noch einen erheblichen Schritt weiter. Der damalige honduranische Präsident Lobo und sein Stabschef Sanchez zogen Roma zu Rate. Und ins Leben gerufen wurde CD, das steht für Zona de Empleo y Desarrollo Económico. Das heißt also Zone für Anstellung und wirtschaftliche Entwicklung. Nicht die honduranische Regierung ist dann für eine solche Stadt verantwortlich, vielmehr wird die Macht übergeben. Also Roma zog sich dann auch bald aus dem Projekt zurück. Wahrscheinlich sah auch er, dass seine Modelle und die Wirklichkeit dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Umgesetzt werden soll das Projekt nun, wie Carsten Lenz und Nicole Ruchlag es in einem Artikel für Amerika 21 nennen, von der libertären Internationalen. Die Zahl in 21, hinter Amerika 21, kommt nicht von ungefähr. Wenn man da mal ein bisschen weiter recherchiert, kommt man auf Marx 21 und so, womit die verbunden sind. Und diversen anderen wirklich marxistischen, teilweise linksradikalen Thinktanks. Also nur mal so nebenbei. Ich finde es auch schön, dass sie einfach mal unterstellen, dass Roma ausgestiegen ist, weil er gemerkt hat, dass seine Ideen nicht mit der Wirklichkeit einhergehen, obwohl noch gar nichts umgesetzt worden ist. Also wie soll er das denn bewertet haben? Das haben die einfach mal kurz im Raum gedroppt und lassen das halt mal so stehen. Kann ja sein, dass seine Frau Krebs hat und er deswegen ausgestiegen ist. Das kann ich ja auch nicht wissen, ne? Also jetzt mal einfach mal in den Raum gedroppt. Ja. Lenz und Ruchlag schreiben, die libertäre Internationale, Zitat, ist nun an Bord. In Gestalt von hauptsächlich ausländischen, vornehmlich US-amerikanischen, einflussreichen Vertretern radikal-liberaler Ideen. Darunter sind vier ehemalige Mitarbeiter der Reagan-Regierung, die Präsidentin des Wiener Hayek-Instituts und 3 Angehörige des Cato-Instituts, das sich auf das Cato-Institut, das sind die richtig radikalen. Also, ich meine, wir haben ja jetzt darauf hingewiesen, und vielleicht du, lieber Zuhörer, kannst ja mal im weiteren Verlauf der Folge darauf achten, einfach so die, den Sprachgebrauch zu objektiv zu bewerten, was für Wörter werden verwendet und in was für einem Kontext. Und das, also für mich jetzt gerade, was er vorgelesen hat, war das so, ja, jetzt kommen die Kapitalisten hier anmarschiert. Und das sind Radikale, die dulden gar keinen Staat und sind komplett cutthroat und dog-eat-dog. Und also die Prinzipien begrenzte Regierung, freie Märkte, individuelle Freiheit und Frieden beruft. Und weiter heißt es, die politische Ausrichtung dieses Gremiums lässt sich durch die markigen Worte von Grover Norquist charakterisieren. Ich will die Regierung nicht abschaffen, ich möchte sie bloß so klein machen, dass ich sie ins Badezimmer schleifen und in der Badewanne ertränken kann. Was ja based ist. Ja, die Umsetzung sieht dann wie folgt aus. Die Mitglieder dieses kleinen Gremiums werden von der honduranischen Regierung ernannt. Allerdings ist das nicht eine wirklich freie Wahl, denn es ist so, dass dieses Gremium selbst dann die Auswahl trifft für die, die da zur Wahl stehen. Zedestädte erhalten
eine eigene Polizei, also Honduras darf dann nicht mehr selbst eingreifen. Errichtet wird ein solches Projekt angeblich dann nur in unbesiedelten Teilen des Landes. Die gibt es aber eigentlich gar nicht, beziehungsweise da, wo es die gibt, ist es nicht attraktiv. Das stimmt nicht. De facto werden dafür Einwohner vertrieben und enteignet. Ein neues Investorengesetz besagt dann auch, dass eine Gemeinde jederzeit enteignet werden kann, wenn sie im Investitionsentwicklungsgebiet liegt. Ja, und so geschieht. Ja, da wären wir quasi an dem Punkt, der ja häufig auch dann Free Private Cities, also dem Titus-Gebel-Projekt vorgeworfen wird und wo ich eingangs schon gesagt habe, dass die das explizit ausschließen. Genauso weiß ich nicht, wie definieren die jetzt nicht besiedeltes Gebiet, also auf Roatan, wo diese Free Private City entstehen soll. Natürlich leben auf dieser Insel Menschen. Das sind aber auch, also die sind auch einigermaßen aufgesplittert und die haben sich jetzt mit ihrer Free Private City-Szene quasi dazwischen gesetzt und bieten auch an, dass da einwohnende Stämme sich da auch also freiwillig integrieren können in diese freie Privatstadt. Und da haben wohl auch einige schon angenommen. Und weil sie selber auch den Vorteil darin sehen. Ja, und wie gesagt, es steht tatsächlich wohl in diesem CEDE-Gesetz drin, dass Enteignungen möglich sind. Aber wie gesagt, da kommt es dann wiederum auf die CEDE an, ob sie es durchsetzt oder nicht. Und klar, Enteignungen, die ja dann auch im Prinzip, also auch der Staat für die CEDE durchführt. Es ist nicht so, dass die CEDE das einfach selber machen kann. Der Staat enteignet die Bürger wiederum, um das dann der CEDE zuzuführen. Also das ist ja auch nochmal wieder so eine Sache. Wenn es dieses Recht gar nicht gäbe, das der Staat künstlich erschaffen hat, ja, dann und alles auf Eigentumsrechten beruht, hätten wir dieses Problem quasi nicht. Was mich noch ein bisschen mehr irritiert, ich meine, es sind ja beide zwei Linke, mit denen wir hier gerade Vorlieb nehmen. Und sie haben sich ja jetzt klar gegen Enteignungen ausgesprochen. Das heißt, eigentlich ist dann der deutsche Staat ja auch ein Verbrecherstaat, wenn er Enteignungen durchführt, was er ja gesetzmäßig heute schon auch in Deutschland tun kann. Ja, da wäre ich mal auf die Meinung zu Deutsche Wohnen enteignen von Olle und Bolle gespannt. Ja, sehr, also ich glaube, das wäre böse. Befürworten. Okay. Das ist halt. Ja. Achso, übrigens, ich habe eben gesagt, bei den Staaten nur so klein machen, dass ich ihn in der Badewanne ertränken kann, was ja based ist. Nein, ich bin Anarchist. Ich will keinen ertränkbaren Minimalstaat. Aber also ich finde auch hier, die Metapher überhaupt anzuführen, das ist so, ja, und guck, der ist mordbereit. Ja, der würde genau. Den Staat in der Badewanne ertränken. Ja, Digga, das ist eine Metapher, ja, dass der Staat praktisch eine Person ist. Und du mit der praktisch nie verkehren musst, ja, weil es so viele andere Menschen um dich rum gibt. Das ist eigentlich damit gemeint. Und ja. Das ist so, entweder hat er es nicht verstanden, oder also Inkompetenz, oder es ist halt so mit Absicht gewählt, um da so ein bisschen ein Framing reinzubringen. Gut. Zum Beispiel in Prospera auf der Insel Roatan. Die Einwohner protestieren dagegen, bislang aber erfolglos. Und in der Charterstadt Prospera soll es nur 10% Unternehmenssteuern geben. Verwaltet wird das Projekt von dem privaten Unternehmen Honduras Prospera Inc., welche von Pronomos Capital finanziert wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gut, wer steht denn jetzt hinter Pronomos Capital? Und da finden wir tatsächlich zwei prominente Namen. Und zwar wurde das Unternehmen von Patry Friedman gegründet. Das ist ein Enkel von unserem guten Freund Milton Friedman. Ach. Und der libertäre Trump-Unterstützer Peter Thiel gehörte zu den Investoren in Pronomos ebenso. Also, der libertäre Trump-Unterstützer. Ja, was ist das denn? Ja, also, Digga, das ist halt so. Die können nicht objektiv über eine Sache reden. Nee, die müssen direkt die Kontaktschuld mit einbringen. Ne? So, oh, guck mal, Trump böse und guck mal, der unterstützt ihn, wie auch immer. Und dann muss er auch böse sein und deswegen ist dieses Projekt böse und alles böse, böse, böse. Das ist so durchschaubar einfach. Ich gucke mir gerade die Homepage von Pronomos Capital an und es ist halt einfach ein Venture Capital Fonds, also ein Wagniskapital. Ich kann da jetzt nichts Schlimmes dran erkennen und mein, wenn es ist ein privates Unternehmen, das halt
jetzt da was finanziert. Wer da jetzt die Köpfe sind, und zumal ich jetzt sehe, dass der Patrick Friedman auch nur General Partner ist und Founder, aber gar nicht im operativen Geschäft, so wie es aussieht, tätig ist, so auf den ersten Blick, ist es schön, dass der da seinen Namen draufstehen hat, aber wenn er nichts entscheidet, dann ist es auch irrelevant. Und also jetzt so nochmal ein bisschen rausgezoomt. Wir haben jetzt die ersten 12 Minuten eigentlich von Dingen gehört, die vielleicht in die Richtung gehen, ja, mit viel Fantasie. Also wie wir ja schon kritisiert haben, dass es eben staatliche Unternehmungen sind, die sie kritisiert haben, die Industriestaaten und so weiter. Und mit diesem Framing treten wir jetzt an die Free Private Cities ran. Und das ist für mich, ja, mir fällt das gerade auf, es ist ein starker Kontrast, weil der erste Kontext, den ich mit Free Private Cities assoziiere, ist, hey, cool, wir machen was Neues. Ja, wir sind Unternehmer und wir versuchen, was besser zu machen, als es jetzt gerade ist. Das ist, finde ich, eine inspirierende Message. Ja, und da ist schon mal generell, bin ich offen dafür. Und das ist nicht so, Leute, jo, wir überlegen uns jetzt, wie wir Leute ausbeuten und wie wir dann hier so Matruschka-mäßig unsere Unternehmungen schachteln, dass wir keine Steuern zahlen wollen. Das ist halt so, ja, wir wollen keine Steuern zahlen, weil wir erkannt haben, dass Steuern Raub sind. Ja, und dann ist es, ich versuche praktisch die Last, die ich meinem Moloch schuld bin, versuche ich zu schmälern. Natürlich, das macht ja jeder. Ja, macht ja jeder bei der Steuererklärung auch. Und ich finde das eher was Bewundernswertes, dass halt es Menschen gibt, die sich da hinsetzen und sagen, jo, ich überlege mir jetzt einen Rechtskatalog, wie er ideal in meiner Stadt wäre, ja, und dann gebe ich den anderen Leuten, hol mir Feedback dazu ein, zeig den potenziellen Kunden, hol mir Feedback dazu ein. Das ist doch eigentlich ein richtig innovativer Prozess, um Regeln zu finden, mit denen wir alle leben können, ja, weil es ist aktuell immer so, ja, Gesellschaft, Spaltung, und wie finden wir wieder zusammen, ach, keine Ahnung, ja, no shit, ja, weil wir einfach komplette Inkompetenz bei den Regeln haben, auch bei der Regelmachung, und damit meine ich die Legislative, weil die halt auch wieder, ja, wie vorhin, einfach keinen Marktdruck haben, positive Rechte zu machen, oder ungünstige Wortwahl, also Rechte zu schaffen, die positiv für die Nutznießer sind, ja. Und gut, deswegen für mich eben ein ganz starker Kontrast, und man muss sich auch vor Augen halten, was so der typische Wohlstand für alle Hörer ist. Das sind wahrscheinlich ja auch eher dem linken Spektrum zugeordnete Leute. Ich würde jetzt mal schätzen in Bolles Alter und in Olles Alter. Und die lesen halt, ja, was weiß ich, Spiegel und Süddeutsche und die FAZ vielleicht und denken, sie sind informiert, wenn sie dann noch so einen Wohlstand für alle Podcast haben. Und die treten dann praktisch an private Städte mit so einer negativen Einstellung schon dran. Und da merkt man richtig den Brainwash, ja. Das ist ja die Analogie auch von Matrix. Wenn du einmal die rote Pille geschluckt hast, dann siehst du sozusagen die Fassade und naja, gut. Ja. Tja, auf Amerika 21 fasst Ahnen es wie folgt zusammen. Während also die nordamerikanische Wirtschaft massiv profitierte, stellten sich für die honduranische Wirtschaft so gut wie keine kurz- oder langfristig positiven Effekte ein, mit Ausnahme von temporären und im Übrigen schlecht bezahlten Arbeitsplätzen. Selbst der honduranische Staatshaushalt verzeichnete nur eingeschränkt zusätzliche Einnahmen, da die Konzessionsunternehmen weitgehende Steuerprivilegien genossen und Gewinne abgabenfrei ins Ausland transferieren konnten. Das heißt, von dieser versprochenen Win-Win-Lösung kann nun wahrlich nicht die Rede sein. Charter-Cities scheinen vor allem eine gute Möglichkeit zu sein, um Regierungen über den Tisch zu ziehen. Wir sollten noch ein Wort zu Patrick Friedman verlieren. Ja, also Regierungen über den Tisch zu ziehen, das ist, ich denke, hier ganz klar. Die haben halt das Weltbild, dass die Steuern rechtmäßiges Eigentum des Staates sind, dass es tatsächlich öffentliches Eigentum gibt und dass wir in einer Welt leben können, ja, in der idealen Welt, wo diese Regeln gelten. Und das glauben wir halt einfach nicht. Ja, da ist ein ganz starker Disconnect eigentlich so in der Realität, weil es ist irgendwie
können die sich gar nicht in diese Position reinversetzen, in der diese Unternehmer sind, die eine Free Private City haben. Ja, und die können sich irgendwie auch nicht in die Position reinversetzen von Konsumenten dieser Free Private Cities. Ja, also ja. Zum Beispiel bei mir ist es natürlich auch ein Problem, wenn meine Freundin ja keine EU-Staatsbürgerschaft hat, dann ist sowas wie in Portugal vielleicht ganz attraktiv. Ja, dann kannst du dich wenigstens einkaufen, sonst bist du halt einfach ausgeschlossen als Außenseiter. Ja. Und ja. Denn er möchte auch schwimmende Inselstaaten realisieren. In einem Interview sagte er, wenn jemand auf eine Stadt keine Lust mehr hat, schwimmt er einfach zu einer anderen und schließt sich dieser an. Fragt man sich auch, wie geht das, wenn da so Städte vielleicht ein paar hundert Kilometer voneinander weg sind, da schwimmt man einfach mal rüber. Oh, große Kreuzfahrtschiffe halt. Ach so, ja, das kann sich ja jeder leisten. Städte könnten sich frei entscheiden, welchem Land sie sich anschließen wollen und so weiter. An Land ist das nicht möglich. Kein Land. Und es geht ja auch genau darum, dass man sich keinem Land anschließt. Ja, dass man sozusagen sowas wie ein Stadtstaat ist, nur dass du halt kein Staat bist, sondern ein Privatunternehmen. Ja, und dann hast du halt eine ganze Stadt, die in Privatbesitz ist. Und alle Leute, die sich in dieser Stadt aufhalten, haben vertragliche Beziehungen mit dem Eigentümer. Also, ja. Ja, und die beiden raffen nicht, was ein Gleichnis ist. Also dann zur anderen Stadt zu schwimmen, heißt halt einfach nur, dass du die Wahlfreiheit hast und nicht, dass du wörtlich hunderte Kilometer auf eine andere Bohrinsel schwimmst. Ja, mit den Füßen abstimmen geht auch nur, wenn du zu Fuß gehst. Du darfst nicht mit dem Auto fahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Geht nicht. Ja, genau. Stell dir vor, das ist 200 Kilometer weg. Na, egal. Wegschwimmen und sich einem anderen Bündnis anschließen. Es ist vielleicht nicht ganz billig, aufs Meer zu ziehen, es ist aber auf jeden Fall besser, als an Land zu leben. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, kein Mensch ist eine Insel. Und Patrick Friedman sagt doch, jetzt wird der Mensch zur Insel. Ja. Ich weiß nicht, ist euch beiden, da hat mich Mr. Hanky Pants drauf hingewiesen, durch einen Film, ist euch beide die Geschichte der Roseninsel bekannt? In Italien? Nein. Okay, also im Prinzip hat ein Ingenieur genau das versucht. Er hat in der Tat hat er gesagt, nein, ich werde hier überall nur gegängelt und ich darf hier nicht mein selbst konstruiertes Auto fahren und dies und das und ich möchte einfach Freiheit haben. Und damals, ich glaube, das war 1973, aber korrigiert mich in den Kommentaren, hat er dann gesagt, ja okay, ich gehe außerhalb der 6-Meilen-Zone, die es damals auch gab. Heute sind es, glaube ich, 12-Meilen-Zone und baue mir da meine Insel. Und hat dann tatsächlich da geschafft, sich so eine, ja, wie so eine Art kleine Ölbohrplattform zu bauen, sogar einen Brunnen zu bohren, um an Grundwasser zu stoßen, um Trinkwasser zu haben. Und hat da im Prinzip seine eigene Sonderwirtschaftszone einfach gegründet. Sie war außerhalb europäischer Gewässer und außerhalb des staatlichen Einflusses und konnte da im Prinzip tun und lassen, was er wollte. Und daraufhin hat sich das zu so einer Art Partyinsel schon fast gemustert, weil jeder dahin wollte und dann haben die natürlich da auch Getränke angeboten und sogar ein Restaurant gehabt und so auf dieser kleinen Plattform. Und das Ende des Liedes ist im Prinzip, Italien hat ihren ersten Angriffskrieg quasi gegen diese noch nicht eingetragene Nation geführt und auch gewonnen. Es ist der einzige Krieg, den Italien je gewonnen hat gegen diese kleine Ölbohrplattform. Also es war ja keine Ölbohrplattform, es war einfach nur so eine Plattform im Meer und hat die quasi sprengen lassen. Und also ja, hat da quasi einen Angriffskrieg geführt. Es ist eine ganz interessante Geschichte. Da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag zu und seit 2020 eine Netflix-Verfilmung. Ich meine, die heißt sogar Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Ist ganz interessant anzusehen. Man bekommt wieder viel Hass auf den Staat, wenn man das sieht. Und sehr viel Mitleid mit der Person, die diese Insel gebaut hat. Mit eigenem Geld und eigenem Fleiß und ja. Eine ganz ähnliche Geschichte habe ich gehört, beziehungsweise da gibt es auch eine Videodokumentation. Ich habe nur vergessen, wie sie heißt. Vielleicht
wenn es mir einfällt, trage ich es in die Shownotes nach. Und zwar aber eigentlich selbe Geschichte. Das war praktisch wie so eine Bewegung von Leuten, die gesagt haben, wir ziehen aufs Meer, da wo eben kein Staatsgebiet mehr ist. Einfach nur, ja, es ist mega beschissen, auf dem Meer zu wohnen, weil du hast halt nur Meer um dich rum und da wohnen nicht deine Freunde und du kannst nicht mal so über die Straße zum Bäcker gehen und so weiter. Aber du bist halt wenigstens nicht unter staatlicher Hand. Und das haben die eben in, ich glaube, an der Küste von Thailand gemacht oder Philippinen oder so. Und das ist halt auch genauso gewesen. Die Regierung hat super giftig irgendwann auf diesen kleinen Pott da praktisch reagiert, der einfach nur so im Meer vor sich hingedümpelt ist. Ja, vielleicht, weiß nicht wie, also war schon nicht super klein, aber halt schon sehr klein. Ich glaube so, ich bin sehr schlecht im räumlichen Schätzen. Naja, auf jeden Fall sind die dann auch dahin gefahren und haben das eben gesprengt und what the fuck? Ja, what the fuck? Es hat niemanden interessiert und einfach nur, weil die Staaten das nicht tolerieren können, weil sie so eifersüchtig sind, wenn sie Leute sehen, die praktisch auf eigene Faust besser leben, müssen sie praktisch da noch aktiv hingehen und das zerstören. Das ist halt wirklich, das ist das Armutszeugnis, ja, weil wenn sie tatsächlich das bessere Modell hätten, dann wäre es so, ja, guck mal, wie dumm du bist. Du könntest so gut leben, wenn du ja unter meiner Fuchtel wärst, aber du willst es nicht, ja. Aber so ist es eben nicht. Sie sehen halt ja die Leute, die nicht bei unter unsere Gesetze fallen, die haben eine Party da drüben und wir sind nicht Teil davon. Ja, dann mache ich die Party kaputt. Ja, die hatten keine Konzession für eine Bar, ja. Und schon musst du die kaputt machen. Weil die haben sich ja keine Konzession bei uns geholt. Konzession ist Lizenz, oder? Ja, genau, ja. Keine Lizenz, ja, genau, ja, dann müssen wir die vernichten. Auch, ja. Das ist auch so lächerlich wieder. Ja? Der Staat erschwingt sich auf, dir zu sagen, ja, du musst dir eine Lizenz holen, um Alkohol ausschenken zu können. Und dann, ach, du hast die nicht. Ja gut, dann komme ich mal bei dir zu Hause vorbei und drop da mal was. Ja, das ist schon... Ja, wie du schon gut sagst, ein Armutszeugnis einfach für den Staat. So. Wenn er so Kleinstinseln da irgendwie, die sich jemand außerhalb der 6- bzw. 12-Meilen-Zone, daher kamen wir auch jetzt die 12-Meilen-Zone durch diese Roseninsel-Geschichte. Die wurde danach erweitert. Und ja, du machst da außerhalb dein Ding und dann, kommt der tyrannische Staat und zeigt sein wahres Gesicht. Wahrscheinlich dann auch. Wenn Elon Musk den Mars besiedelt, kommt wahrscheinlich auch jede Regierung der Welt so, ja, der Mars, den gucken wir auch schon jede Nacht an und dann muss jetzt hier auch Steuern fallen. Ja, oder Elon Musk ist amerikanischer Staatsbürger, das heißt, es ist amerikanisches Staatseigentum da oben, wo der lebt, auf dem Mars. Und wenn er seine Steuern nicht zahlen will, dann bombt die US-Regierung einfach den Mars weg. Ja, ja gut. Genug abgedriftet, glaube ich, ne? Ist auch etwas, was wir nicht nur bei Friedman finden, sondern generell ist das eine rechtslibertäre Denkweise, die schon erstaunlich weit jetzt so verbreitet ist. Also zum Beispiel auch im Silicon Valley. 2013 sagte der Google-Mitgründer Larry Page Folgendes. Es gibt eine Menge Dinge, die wir gerne machen würden, aber leider nicht tun können, weil sie illegal sind. Wir sollten ein paar Orte haben, wo wir sicher sind, wo wir neue Dinge ausprobieren und herausfinden können, welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben. Also man muss sich das jetzt mal so für das Persönliche auch erstmal so vorstellen, dass man jetzt sagt, ja, ich kann halt manche Dinge so in Deutschland nicht machen. Blöde, dass es da so gewisse Verbote gibt, was da nicht geht. Also da wäre doch schön, wenn man da einfach mal so rechtsfreie Räume schafft. Und genau das wird hier ja propagiert, also umgangen werden soll, das herrschende Recht. Es geht nicht darum, und das haben wir ja auch schon alles verhandelt, die Rechtsprechung so zu beeinflussen. Katharina Pisto hat das in ihrem Buch Der Code des Kapitals analysiert, dass Unternehmen hauptsächlich profitieren, sondern hier sollen dann rechtsfreie Räume geschaffen werden, auf die man auch keinen Zugriff mehr hat, also kein Staat mehr, keine Demokratie mehr. Im Prinzip ein Guantanamo, das dann von Unternehmen betrieben werden kann, je nach ihrem Gusto. Vielleicht kann man da ungestört dann auch noch ein paar Menschenexperimente durchführen, die Staaten sonst verbieten könnten. Oh Gott. Ja, Alex, du willst da was zu sagen. Ja. Also
Ich finde es einfach nur geil, wie hier gerade der Vergleich zu Guantanamo gemacht wurde, weil Guantanamo ist ja auch ein staatliches Gefängnis, ja, und das ist ja schon gar nicht so geil da. Also habt ihr euch mal den Film The Report angeschaut mit Adam Driver? Das ist sogar auf einer wahren Geschichte basiert. Und ja, also Guantanamo ist schrecklich, ja, aber es ist halt genau ein staatlicher Raum. Und sie haben auch gesagt, rechtsfreie Räume. Nein, das ist auch wieder am Thema vorbei. Es geht darum, private Rechtsordnungen zu schaffen. Ja. Und du brauchst eine Rechtsordnung, ja. Und diese Kritik, dass, oh ja, bist Anarchist, wir brauchen Gesetze und Regeln, nach denen wir leben und deswegen ist das Schwachsinn, ist ein absolutes Strohmann-Argument, weil das ist nicht meine Position. Ja? Die Position des Anarchokapitalismus ist, wir brauchen Regeln, aber wir müssen halt uns freiwillig auf diese Regeln einigen. Das ist alles. Ja, ziemlich basic. Aber ja, die kommen jetzt hier so mit rechtsfreier Raum und Guantanamo. Ja, lol, dann sitzt da so das Monopoly-Männchen mit seinem Monokel und foltert irgendwie die Leute, die zu dumm waren, da hinzuziehen. Ja, das ist dann so, keine Ahnung, wie in Dubai. Du wirst da so, kommst da so hin, dann wird dir dein Pass weggenommen. Die sagen, hahaha, darfst nie wieder ausreisen. Du kriegst so eine, was weiß ich, Fessel ans Bein und muss dann im Lager arbeiten. Ja, so ist es ja nicht, sondern das sind dann Räume, das sind Städte, die wahrscheinlich eine tolle Webpräsenz haben, die sehr attraktiv sind für Unternehmen und das ergibt ja auch ökonomischen Sinn, ja, dass die attraktiv sind für Unternehmen. Wenn die da keine Steuern oder sehr viel weniger Steuern zahlen müssen, dann, ja, klar gehen die dahin. Und natürlich überlege ich mir als Unternehmer, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas mit Krypto machen will und ja, das ist ja nicht so ressourcenintensiv. Man kann ja mit einem Laptop und, keine Ahnung, seinem eigenen Human Capital irgendwie eine Kryptowährung launchen oder einen Token launchen oder whatever. Aber dann fällst du halt in Deutschland unter bestimmte Regulierungen. Ja, so zum Beispiel mit Wallets. Ja, kannst du in Deutschland einfach so eine Wallet programmieren? Ja, vielleicht bald nicht mehr. Ja. Vielleicht musst du dann den KYC-Prozess einführen und wenn du das nicht machst, dann machst du dich strafbar. Das sind alles Überlegungen, wenn man ein Unternehmen gründet, die man sich stellen sollte, wenn man Erfolg haben will. Und diese Denkart und Weise haben die beiden einfach nicht. Und das merkt man halt, weil sonst würden die vielleicht dieses Thema mit einem anderen Auge anschauen. Ja. Ja, und sie droppen zum allerersten Mal rechtslibertär, ohne irgendwas zu definieren und bringen es ins Verhältnis mit dem Google-Gründer Larry Page. Was ich ganz interessant finde, ich wüsste nicht, dass der libertär ist, aber ist erstmal egal. Und er sagt ja nur, er würde gerne Dinge an der Gesellschaft forschen. Ja, das war ja ihr Argument. Und auf dem nächsten Halbsatz kommt gleich, ja gut, das würde ja einen rechtsfreien Raum bedeuten. Wo steht das denn? Also, wenn jemand eine Gesellschaftsforschung machen will, die aktuell durch eine Gesetzeslage in einem bestimmten Staat, in dem Fall USA, weil Google sitzt, Alphabet sitzt in den USA, nicht möglich ist, dann klar wünsche ich mir, wenn ich da eine Idee habe, eine Art von Forschung. Hat aber nichts mit Rechtsfreiheit zu tun. Ebenso wird eine Free Private City auch ein Recht haben, aber kein staatliches Recht halt in irgendeiner Art und Weise. Also es wird schon wieder dieses Fass aufgemacht von wegen, ja gut, es gibt diese Anarchie, wie man sich so in so Endzeitfilmen vorstellt, wie jeder prügelt sich und es gibt keine Ordnung in irgendeiner Art und Weise. Also es wird schon wieder in diese Richtung gepusht. Ja. Da sieht man eigentlich sehr schön, wo das Ganze ganz konsequent hinführt, wenn man sagt, man will überhaupt keine Normativität mehr. Ne? Also weil es ja viele Liberale gibt, die einfach sagen, Moral ist unerträglich. Ja, anderen Menschen die eigenen moralischen Vorstellungen aufzuschwatzen, ist das Allerletzte, das soll man nicht dürfen. Zum Beispiel könnte man ja auch sagen, ja, was ist denn gegen Kinderarbeit eigentlich zu sagen? Die verdienen. Ich finde das so geil, wie er einfach den Satz sagen kann. So anderen meine moralische Dinge aufzuschwatzen, soll man nicht dürfen. Ja, also dann ist ja schon irgendwo eine moralische Wertung, wenn man das nicht dürfen soll. Ja, also das ist ja auch wieder normativ. Und wer diesen Satz äußert, ja, dann soll ich deinen Satz jetzt respektieren und deiner gilt und meiner nicht, oder was? Also. Ja.
ich ein bisschen Taschengeld dazu. Wenn die das lieber machen wollen, als in die Schule zu gehen, ist doch prima. Was soll das denn, dass man da so eine doofe Moral erfindet, dass man das nicht darf? Und bei uns dürfen jetzt alle machen, was sie wollen, ohne explizit von irgendwem gezwungen zu werden. Es gibt ja auch so eine verrückte Libertärenblase auf Twitter zum Beispiel, wo wir uns so gerne bewegen, die auch ganz klar sagen, solange man zum Beispiel in Deutschland nicht mit Leichen im Puff Sex haben darf, ist das kein freies Land für sie. So, also dass da wirklich, es darf gar keine normativen Aussagen mehr geben über das, was wir als Gesellschaft wollen, weil halt einfach jeder individuelle Vorlieben hat und wer gerne mit Leichen im Bordell schlafen möchte, der soll dieses Recht auch haben. Ja. Das hört sich nach einem Benedikt-rechten Shitpost an. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wenn ich jetzt sterbe und habe meinem Testament gesagt, ihr dürft meine Leiche schänden und sexuell mit der machen, was ihr wollt und gebt meiner Familie halt für jedes Mal 5 € oder so, was spricht denn dagegen? Ich meine, wenn das mein letzter Wille war, dann, mich interessiert es dann eh nicht mehr. Ja, eben. Ja, ihr habt die Frage nicht verstanden. Ja, es ist, Devil's Advocate auf jeden Fall und bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, okay, gut. Ich habe meine Gedanken verloren. Ach so. Machen wir denn weiter oder wolltest du den Gedanken noch sammeln? Jo. Und wenn man das ganz konsequent zu Ende denkt, dann kommt man eben dahin, dass man sagt, naja, da bauen wir uns unsere eigene Stadt, wo wir all die Dinge dürfen, die wir sonst nicht dürfen. Kinderarbeit, Mindestlöhne brauchen wir auch nicht mehr und so weiter und so fort. Und es gibt viele Juristen, Politiker, Ökonomen, denen diese Charter Cities auch noch nicht weit genug gehen. Denn die sind ja immer noch stark eigentlich mit Staaten verflochten. Und warum kann man nicht alles komplett dem Markt überlassen? Also so eine vollständig privatisierte Stadt ist der Traum, der zum Beispiel in Afrika realisiert werden soll. Wir kennen diese Argumentation, diese liberale Argumentation, wonach der Staat sich möglichst aus dem Markt heraushalten soll. Und der Markt, heißt es dann, ist der bessere Unternehmer. Wir haben jetzt im Wahlkampf bei CDU und auch bei der FDP immer wieder gehört, dass der Staat viel zu langsam sei. Man müsse die Wirtschaft entfesseln. Und das lässt sich generell eigentlich konstatieren, dass Neoliberale, moderat gesagt, Demokratie kritisch sind, man könnte sagen, viele auch antidemokratisch eingestellt sind und das würden sie nur selten so sagen. Sie zeichnen lieber das Bild eines ineffizienten Staates, in dem dringend mehr Unternehmergeist zugelassen werden muss und wo möglichst wenig durch demokratische Regeln kontrolliert werden soll. Soweit erstmal richtig. Konava, du hattest was geschrieben zu Kinderarbeit, Mindestlöhne? Ja, originär mal. Also ja. Ich verstehe nicht, also erstmal Mindestlöhne kann man trefflich darüber diskutieren, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Ne? Darüber hatte ich auch schon öfters mal argumentative Auseinandersetzungen. Ich persönlich sehe sie nicht als sinnvoll an, auch nicht für den, der es erhält, weil es zwangsläufig zur Arbeitslosigkeit von Niedriglohnsektoren in Niedriglohnsektoren und zu Inflation führt. Wo war das zweite Thema nochmal? Also das erste Thema war Mindestlohn Kinderarbeit. Ja, die haben es halt immer noch nicht verstanden, dass es nicht heißt, wenn man da einen privaten Anbieter hat, dass der einfach nur komplett alles erlaubt und wir wirklich in einem dystopischen Endzeitfilm sind. Das hat auch ganz, ganz viel mit den individuellen Rechten zu tun und wie die, ich nenne es mal AGBs, dieser Stadt dann auch am Ende aussehen. Und wenn dir das halt nicht gefällt, wenn es da eine Stadt geben sollte, die Kinderarbeit legitimiert, in irgendeiner Art und Weise, und dir das nicht gefällt, dann geh in eine andere Stadt. Das ist ja das Schöne an der Wahlfreiheit. Alex, wolltest du noch was zu sagen? Du wolltest da irgendwie eingrätschen? Ja, also ich finde halt auch dieses Kinderarbeit-Argument ist halt, und genauso Mindestlöhne, ja. Die beiden denken halt, ja, das ist so einfach, wir machen den Lohn hoch und dann verdienen die Leute mehr. Und wir verbieten Kindern zu arbeiten und dann müssen Kinder nicht arbeiten, sondern müssen in die Schule gehen. Und das verfehlt für mich so ein bisschen die Realität, das Leben vieler Menschen, ja. Weil wenn das Kind nicht arbeiten darf, wenn das Kind arbeiten will, ja, wessen Rechte werden da jetzt verletzt? Die Rechte des Kindes. Und
eigentlich sind das ja eigentlich die schwächsten und verwundbarsten Leute in der Gesellschaft. Und deswegen deren Rechte da so zu beschneiden, ja, finde ich nicht unbedingt gut. Es ist natürlich aber auch so, wenn die an Kinderarbeit denken, dann denken die an, keine Ahnung, Minen in Manchester, wo halt sich die Kinder die schwarze Lunge geholt haben und dann gestorben sind. Und das ist natürlich schrecklich. Aber es geht ja ganz abstrakt gesprochen einfach nur um die Frage, hat das Kind die Möglichkeit zu arbeiten oder nicht? Und ich denke, da ist mehr Wahl auch immer besser. Ja. Ja, und ich sehe, dass sie das vielleicht so interpretieren, dass das eine Art Zwangsarbeit für Kinder wäre, vielleicht sogar. Oder ja, also ich kenne keinen Libertären, der da irgendwie für sprechen würde, dass man Kinder zwingen dürfte oder so. Also, ja, auch. Man muss ja immer sich auch vor Augen führen, die reden ja gerade über Libertäre. Zwar über Rechtslibertäre, aber eigentlich ja über Libertäre, ne? Ja, dann nenn mir ein Beispiel, der dafür ist, irgendwie, dass man Kinder doch durch ihre Eltern zwingen lassen sollte, arbeiten zu gehen. Also keiner wird das behaupten, glaube ich. Ja, es geht ja gerade gegen diesen Zwang und das soll weder von den Eltern noch vom Staat initiiert werden. Und was ich auch noch so, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Okay. Greift diese Argumentation in Deutschland nur bedingt. Es gibt selbstverständlich einige bürokratische Hürden, die sind nicht zu leugnen, aber die Wirtschaftszahlen sind ja immer noch ziemlich stark. Jedoch scheint das ja mit Blick auf Entwicklungsländer, die oft in einem desolaten politischen System gefangen sind, voller korrupter Politiker, da scheint das doch alles zuzustimmen, was die Neoliberalen sagen. Da ist der Staat doch wirklich kein guter Unternehmer, wo Bauprojekte nie vollendet werden, Infrastrukturen werden nicht aufgebaut, Investoren müssen um ihr Geld bangen. Da wird doch deutlich, dass das Problem bei den Regierungen liegt. Und man fragt sich, ist das wirklich so? Schließlich erleben wir, wie westliche Konzerne genau diese Instabilität für sich zu nutzen wissen, ja, sie sogar noch fördern, um da dann zum Beispiel günstig produzieren zu lassen oder um da günstig an Ressourcen zu kommen. Wir haben gesehen, wie sehr sich die Union gegen das Lieferkettengesetz gesträubt hat und Peter Altmaier hat da nochmal sein ganzes Gewicht eingebracht, um doch dafür zu sorgen, dass der Profit über Mensch und Natur steht. Zudem kommt die koloniale Vergangenheit der Länder hinzu. Wir haben geopolitische Ränkespiele und ja auch maximal korrupte Politik vor Ort. Die Befürworter privater Städte knüpfen eigentlich dann nur an den Kolonialismus an. Die Bevölkerung soll enteignet werden, um internationale Konzerne und Investoren zu bereichern. Und wer es sich von den Einheimischen dann leisten kann, der. Ja, aber da wieder die Frage: Wer macht das denn? Es macht der Staat. Ihr sagt es doch selber. Also, sorry. Er darf dann vielleicht auch noch in diesem Disneyland leben. Bei YouTube habe ich tatsächlich einen Bericht gesehen über so private Städte und da sagte dann eine Frau begeistert in die Kamera, Disneyland is a private city, als sei das ein Argument für dieses Konzept. Ja, da kommen die Kinder hin, verblöden komplett und ja. Irgendwelche armen Schweine müssen auch im Mickey-Maus-Kostüm rumlaufen. Das ist wirklich, wie wir uns so eine Stadt vorstellen, eine ideale Stadt. Und das Schöne ist, die Leute ziehen dieses Mickey-Maus-Kostüm freiwillig an. Die Leute gehen freiwillig dahin. Da ist es sauber. Da gibt es wenig Kriminalität, nehme ich einfach mal an. Und damit macht man sogar noch Gewinn. Unglaublich. Wollte ich nur mal so stehen lassen. Böses Disneyland. Was fällt euch ein? Aber du stellst ja auch eine Frage, die sich nie stellen würden, ja? Weil du hast gerade gesagt, die machen Gewinn. Bei einer normalen Stadt ist es ja eigentlich ein Given oder jeglicher staatlicher Institution, dass du nicht mit einem Gewinn rausgehst. Und dann kannst du dir noch sagen, so, ja, wir sind ja auch nicht profitorientiert und das ist ja gut, dass wir so sind. Und ja, gut, dann verplempern wir halt lieber das Geld, dass ich am nächsten Jahr auch noch mein Budget genehmigt bekomme und so weiter. Und bei einer Free Private City hast du halt diesen Erfolgsdruck, dass es letztendlich ein Unternehmen ist und entweder du bist wirtschaftlich, das heißt,
die Leistung, die du anbietest, wird so sehr nachgefragt, dass du zumindest alle Kosten decken kannst oder sogar noch einen Gewinn für dich erwirtschaften kannst, was ein sehr gutes Marktsignal ist. Das heißt, man macht was richtig. Und ja, wenn die Stadt halt nicht erfolgreich genug ist, dann ist sie im Minusgeschäft und dann muss sie zumachen. Ja, und dann ist es ja auch nicht so, wenn dann so ein Unternehmen pleite geht, dann geht die ganze Stadt in Flammen auf und ist auf einmal ja nur noch ein Haufen Asche, sondern da kommt dann halt der nächste Unternehmer, sagt, oh ja, hier, die Stadt kann ich gut erwerben und der macht es dann vielleicht besser. Und damit kehren wir auch zurück nach Wakanda. Der amerikanische Rapper Akon, kennen sicherlich viele aus meiner Generation noch durch großartige Hits. Der hat einige Jahre seiner Kindheit nicht wirklich. Kennst du irgendeinen Hit von Akon? Ich kannte den überhaupt gar nicht. Der hatte doch mal dieses I'm feeling like an angel. Ne? Kennst du? Mhm. Nee, egal. War auch nicht so doll. Das ja, ist das Lied von Akon, was ihm einfällt. Also mir fällt es auch ganz ein. Also ich kenne den gar nicht, um genau zu sein. Also musikalisch zumindest. Okay. Der hat mal mit Lonely Island I Just Had Sex aufgenommen. Das kennt man vielleicht. Das sagt mir jetzt ich bin zu alt dafür, glaube ich. Okay. Er hat einige Jahre seiner Kindheit im Senegal verbracht und will nun, wie er sagt, zu seinen Wurzeln zurück. Also anscheinend verwechselt er sich auch mit einem Baum. Jedenfalls möchte er 100 Kilometer südlich von Dakar eine private Stadt errichten und die heißt dann sinnvollerweise auch Akon City. Überhaupt nicht größenwahnsinnig oder peinlich oder so. Und 2020 erhielt er die Freigabe für den Bau. Und wir können schon mal sagen, Frank Thelen, ja, sollte der auch noch afrikanische Wurzeln verspüren, könnte der auch eigentlich nach Akon City ziehen, wenn ihm die Ampelkoalition zu sozialistisch wird. Denn in Akon City soll das Flugtaxi ein wichtiges Fortbewegungsmittel werden. Ja, da können wir schon mal gespannt sein. Wahrscheinlich eine Stadt, die nur durchs Bitcoin-Minen ihre gesamte materielle Reproduktion aufrechterhält. Aber gut, Akon. Und wenn dem so wäre, dann würde es ja zeigen, dass die Fiat-Währungen noch schlechter sind, als sie eigentlich sein sollten, wenn ich mit der Parallelwährung einfach nur Geld verdienen könnte. Und was spricht denn dagegen, dass Frank Thelen, wenn es ihm zu sozialistisch wird, in eine freie Privatstadt geht? Das nennt man Wahlmöglichkeit und das kann jeder machen. Heutzutage ist das leider nicht so gegeben. Wollte ich nur mal anmerken. Dann hätten die beiden den Frank Thelen los und könnten sich freuen, dass er weg ist. Und der Frank Thelen würde sich freuen, dass er wahrscheinlich keine Steuern mehr zahlt. Ja, aber das, nee, also meine Unterstellung wäre, sie freuen sich nicht, wenn der abhaut, eben weil er keine Steuern mehr zahlt. Das Zahlschwein haut ab. Das müssen wir verhindern. Deswegen keine Free Private Cities, sonst hauen uns die ganzen Zahlschweine ab. Ja, das ist ja eine Win-Win-Situation in dem Fall, aber... Ja. Naja. Er will Afrika was zurückgeben. Das ist eine Stadt für alle Afrikaner auf der Welt, die zu ihren, wie er sagt, afrikanischen Wurzeln zurückkehren wollen. Und Akon war von Black Panther so begeistert, hat er in Interviews erklärt, dass er einfach Wakanda Wirklichkeit werden lassen möchte. Ja, da sieht man, wie gefährlich Filme sein können. Das Marketing ist symptomatisch für den Kapitalismus unserer Gegenwart. Man erstellt etwas aus der Retorte und dann entwickelt man ein identitäres und tribalistisches Storytelling, um eine Geschichte heraufzubeschwören, die es überhaupt nicht gibt. Akon will unbedingt auf eine eigene Währung auch setzen, natürlich. Ja. Und wie heißt diese Währung? Das wird der Akon Coin, denn man ist selbstverständlich Krypto-Fan. 2029 soll Akon City bereits vollständig fertig sein. Er hätte den Coin lieber A-Coin nennen sollen. Und weitere Privatstädte sind in Planung. Doch schon jetzt ist klar, dass sich dadurch für Afrika wirtschaftlich nichts verbessern wird. Afrikanische Länder exportieren weiterhin wichtige Rohstoffe, aber verarbeiten sie nicht. Sie importieren deshalb Güter aus dem Westen und aus China, deshalb eine hohe Abhängigkeit. Und nun wird der Boden zum Spekulationsobjekt, ob und... Und warum importiert Afrika so viel aus dem Westen und so viel aus China, weil Staaten das subventionieren und das dann so billig ist, dass es günstiger ist, als trotz Transportweg, dass es die Afrikaner nicht selber herstellen könnten. So, also hat der Staat schon wieder versagt. Könnt ihr euch gerne mal auch anschauen an die Zuschauer, vor allem was Geflügel angeht in Afrika. Das lohnt sich nämlich da gar nicht, irgendwie Geflügel in Anführungszeichen anzubauen. Weil einfach die Europäer mit ihrem hochsubventionierten Geflügelfleisch den kompletten Markt schwemmen.
Also haben wir da ein Problem, das staatsgemacht ist. Das ist bei Kleidung übrigens genauso. Da habe ich auch eine Dokumentation drüber gesehen, dass da in einigen afrikanischen Städten die Textilbranche komplett zum Erliegen gekommen ist, weil wir denen da ständig unsere Kleidung hinschicken. Ja? Also die Kästen, die so überall draußen stehen, die jetzt nicht von privaten Unternehmen, sondern von Caritas und so sind. Alles, was wir da hinschicken, das ist für die billiger, als wenn sie es selbst produzieren. Also du klaust denen quasi wortwörtlich die Jobs dadurch, dass du dahin Waren schickst. Ja. Wie viele Städte dabei dann auch wirklich entstehen, ist fraglich. Aber im Exit-Kapitalismus, das wissen wir, erstmal zweitrangig, allein das Versprechen auf sehr viele Wakandas wird dafür sorgen, dass viel Geld in Umlauf gebracht wird und viel investiert wird. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass sie die ganze Zeit so von Wakanda reden, und weil, wie wir das ja am Anfang schon erklärt haben, das ist ein untreffender Vergleich und zeigt eigentlich nur, dass sie das Ganze nicht verstanden haben. Und ich weiß nicht, ja, also das ist ja jetzt keine Comedy-Show, die explizit machen. Das ist ja, die wollen schon ein bisschen informieren, und da finde ich das eigentlich dürftig bis jetzt. Und ja, das, weil ich finde es immer schön, wenn man halt so Reportagen oder, keine Ahnung, so Beiträge jetzt über irgendwas guckt, wo man halt selber ein bisschen Ahnung hat von, weil dann merkt man auch, hat die Person sich tatsächlich damit beschäftigt oder nicht. Und das war jetzt halt so ein nice try wieder, aber sie sind am Thema vorbeigeschraubt. Also ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was, aber gut. Und es ist ja nicht so, dass ihnen da die Ansprechpartner fehlen würden. Ja, ich habe mich mehrfach zur Verfügung gestellt und habe gesagt, yo, ich würde gerne eine Folge machen. Ich würde es auch auf meiner Show machen, ja, dass sie mir nicht ihre Plattform geben müssen, wenn sie da so, keine Ahnung, das nicht wollen. Aber was ich so gehört habe, war, ja, weil ich mit Oliver Janich ein Video gemacht habe, wollen sie sich nicht dem Gespräch stellen. Das ist dann direkt so wieder Schubladendenken. Ja, Oliver Janich, der kommt in die Ecke rein, und mit dem kann man keine intellektuelle Konversation haben. Und das ist halt, wenn du so durch die Welt gehst, dann hast du immer nur die Leute, wo du zuhören willst, von denen du was lernen kannst. Und das sind vielleicht nicht immer die Leute, die recht haben. Ja, und deswegen, ja, wir gucken uns das ja auch an, und wir kritisieren die jetzt sozusagen aus erster Hand, aber ja. Blicken wir nochmal auf das ideologische Fundament, auf dem diese Städte errichtet werden sollen. Dem libertären Juristen und Unternehmer Titus Gebel kann man zumindest zugutehalten, dass er nicht verschleiert, worum es eigentlich geht. Sein Buch Freie Privatstädte, mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt ist in gewisser Weise sehr ehrlich. Wir sparen das uns jetzt mal auf all die rechten und flüchtlingsfeindlichen Narrative und auch Wortfelder des Buches einzugehen, dass die FDP und die AfD auch vor allem, dass da viele solche Privatstädte toll finden, das sollte wahrscheinlich nicht verwundern. Ja. Gebel erklärte in seinem Buch. Entschuldigung, du hast pausiert. Ja, ich habe nur pausiert, weil hat einer von euch das Buch gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Ja. Und findet ihr, dass das zutrifft mit diesen Aussagen, was die jetzt gerade gemacht haben, dass das ausländerfeindlich ist und so weiter? Ja, es kommt halt wieder darauf an, wie sie ausländerfeindlich definieren. Also wenn ich mich jetzt recht erinnere, wird halt auch das Thema Migration wird ja auch behandelt. Ja, und im Prinzip ja auch dadurch, dass durch den Wegfall eines Sozialsystems praktisch nicht mehr Nettosteuerempfänger oder, also er drückt es halt ein bisschen anders aus, aber dass dann eben nicht mehr die Leute kommen, die unqualifiziert sind und auf Kosten anderer leben. Also er drückt das schon so aus. Also ich weiß nicht, wenn die das jetzt irgendwie ausländerfeindlich sehen, sollen sie es so sehen, aber es hat ja nichts mit Ausländerfeindlichkeit per se zu tun. Also er schreibt auch darüber, dass Migration ja auch gute Leute reinbringen kann und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde den Vorwurf von ausländerfeindlich irgendwie nicht gerechtfertigt. Und was war das andere Thema, was Sie angeprangert haben?
Ich weiß nicht. Eigentlich kam da noch das Thema, dass FDPler und AfDler freie Privatstädte gut finden, aber ich wüsste nicht, ja, welche. Also ich kenne jetzt auch keine. Vielleicht Frank Schäffler, vielleicht unterstelle ich ihm da zu viel, aber also mich hat hauptsächlich jetzt tatsächlich wieder dieses Framing gestört. Ja, also die sagen direkt mal, ja, in diesem Buch, da stehen ausländerfeindliche Sachen drin und die sie nicht belegen. Gib mir doch bitte eine Textzeile, die ausländerfeindlich ist. Genauso, die Nähe zur AfD und anderen Rechten. Und also die machen dieses Frame auf, wo sie Titus Gebel einzuordnen haben. Der ist ein böser Ausländerfeind. Und eigentlich will er ja auch nur, übertrieben gesprochen, den Ethnostaat oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie sich da ausdenken. Und wie gesagt, sie belegen es nirgendwo mit einer Textzeile irgendwo mal. Und ja. Viel mehr habe ich da eigentlich, glaube ich, nicht so zu sagen. Der Markt des Zusammenlebens ist nicht nur der wichtigste, sondern auch der größte aller Märkte. Staatliche Aktivitäten machen etwa 30% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes aus. Die Performance ist gleichwohl dürftig. Jetzt fragen wir uns, was ist damit gemeint mit Performance? Nun, da sagt er, das bilanziell größte Unternehmen auf diesem Markt, die Vereinigten Staaten von Amerika, macht pro Jahr Verluste in Höhe von etwa 800 Milliarden US-Dollar. Also hier wird die Angst vor den Schulden geschürt. Dabei wissen wir, dass nur weil der Staat diese Schulden aufnimmt, kann die Wirtschaft so gut sich entwickeln. Ohne die staatliche Infrastruktur, ohne Forschung, Subventionierung, wäre das Silicon Valley auch heute noch ein ödes Tal. Aber Gebel bleibt davon unbeirrt, schreibt, manche Marktteilnehmer, etwa Schweden und Deutschland, ziehen bewusst unqualifizierte, alimentierungsbedürftige Neukunden an und vertreiben dadurch die zahlungskräftige Stammkundschaft. Ja, genau. Ja, gut, er hat es jetzt doch belegt. Ich hatte das Video vorher nicht gesehen. Im Prinzip ist es ja das, was ich gesagt habe. Ja, du ziehst halt... Er sieht das halt im ökonomischen Sinne, er beobachtet einfach nur, was gerade passiert. Das als ausländerfeindlich irgendwie dann zu framen, ich weiß es nicht. Also ja, es ist de facto so, da kommen Menschen, die sich hier nicht behaupten können oder zumindest in dem gegebenen Rechtsrahmen nicht behaupten können. Ich würde nicht mal sagen, dass wenn du den Leuten erlaubst zu arbeiten und zu arbeiten, wie sie es für richtig halten, Und damit Kunden bekommen und so, ja, alles super. Ja, aber im aktuellen Rechtsrahmen ist es halt nun mal so, dass ja, wir Menschen anlocken, die in unser Sozialsystem in dem Sinne einwandern. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte da noch auf jemand anderen eingehen, der das ähnlich beschrieben hat, aber ja, gut. Ich möchte noch was zu den Staatsschulden sagen und dass das Silicon Valley ja eine öde Wüste wäre ohne den Staat, der die Straßen baut. Ich habe jetzt kurz mal gecheckt. Also Silicon Valley besteht ja eigentlich, also hatte so den Aufstieg in den 60er, 70er Jahren. Wenn ich mir die Staatsverschuldung der USA angucke, war die in den 70ern deutlichst unter dem jetzigen. Und was man mit Performance meint, ist in der Regel der Output gemessen am Input. Und wenn der Input extrem viel Geld ist, in dem Fall das BIP oder beziehungsweise die Steuereinnahmen resultieren teilweise aus dem freien BIP und die darauf kommenden Schulden addiert, dann ist es schon sehr, sehr dürftig, was dabei rumkommt. Und wenn es jedes Jahr massiv steigt, ist die Frage schon berechtigt oder beziehungsweise die Performance-Frage schon zu stellen, vor allem auch in den USA und anderen westlichen Ländern, die eigentlich nur ein ungebremstes Wachstum an Schulden sehen. Und dass man keine Angst davor haben soll, sieht man ja heute, ich referenziere gern mal auf unseren Podcast Jungbrutal Marktradikal, wir sehen ja und wir sehen dann auch nächste Woche am Sonntag wieder ein, die Chinesen, die schuldenfinanziert irgendwelche Häuser in die Luft tragen lassen und die dann jetzt alle in Zahlungsschwierigkeiten kommen nach und nach.
Also die Angst ist schon nicht unbegründet, dass Staatsschulden irgendwann dir mal auf die Füße fallen. Die USA hat indes das Glück, dass sie noch die Weltreservewährung sind, also der US-Dollar, und dass deren Schulden somit ein bisschen anders bemessen werden, weil auch viele ausländische Schuldner in Dollar ihre Anleihen und so weiter haben und viele Commodities in US-Dollar gemessen werden. Aber wäre die USA oder wäre der US-Dollar nicht die Weltreservewährung, hätte die USA ein massives Problem. Ähnlich wie Japan heute, und deswegen spricht man auch von der japanischen Sklerose. Ich muss jetzt ein bisschen abschweifen, es tut mir leid. Was auf gut Deutsch eine Stagflation ist. Du hast eine starke Inflation mit kaum Wirtschaftswachstum, was zu den Dingen führt, wie beispielsweise niedrige Geburtenrate, weil sich kein Mensch mehr Kinder leisten kann und deswegen auch keine macht. Leute noch lange zu Hause leben und kein Eigentum erwerben, weil sie sich nicht leisten können. Dazu führen Schulden beispielsweise. Dass Olle und Bolle vielleicht noch im Kinderzimmer ihrer Eltern leben, ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber Schulden sind tendenziell immer schlecht. Das wollte ich nur gesagt haben mal. Mhm. Also ich denke, das ist halt auch so ein bisschen diese MMT-Brille, die sie da aufhaben, wenn sie sagen, ja, die Schulden der USA sind gut und fördern das Wirtschaftswachstum, weil die MMT-Leute sagen, ja, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Schulden der Staat macht. Und das ist schon ein starker Kontrast, ja, wenn man sich vorstellt, okay, die Schulden, die der Staat hat, haben gar keine Auswirkung auf den Markt, oder die Schulden, die der Staat macht, haben eine Auswirkung auf den Markt. Ja, weil in der Rate, wie die USA aktuell Schulden machen, das ist ja, steigt die ganze Zeit, ja. Und irgendwann sind die ja an einem Zeitpunkt, wo sie nicht mal die Zinsen auf ihre Schulden bezahlen können. Und dann ist ja eigentlich vorbei, ja. Dann ist ja, finde ich, zumindest ist der Patient klinisch tot. Weil wie willst du jemals deine Schulden zurückzahlen, wenn du nicht mal die Zinsen zurückzahlen kannst? Und ja. Ja, das führt zwangsläufig ja zu dem Thema, dass du irgendwann einen Schuldenschnitt machen kannst und das wird wieder die Bevölkerung zahlen. Auf gut Deutsch auch wieder eine versteckte Steuer. Und dem zufolge eigentlich eine Enteignung, und das wollen ja Olle und Bolle eigentlich nicht. Wie wir vorhin gelernt haben. Ja, kommt drauf an. Manche Enteignungen ja, manche Enteignungen nein. Naja. Ja, genau. Das ist, aber wie du gerade gesagt hast, das ist dann so wie in Venezuela. Die Regierung entscheidet so, wir schieben jetzt einfach mal die Dezimalstelle, schneiden wir 3 Nullen ab und dann kann man die Preise wieder auf die Preisschilder schreiben. So. Und auf den ersten Blick scheint das vielleicht eine ganz praktische Lösung, aber mit diesem Cut passiert ja, wie du gerade gesagt hast, diese riesige Enteignung, ja, dass du Leute einfach sagst, so, wir sind jetzt zu faul, hier die Nullen zu zählen, so hart haben wir euch schon beschissen, ja. Und dann kann das ja wieder von vorne losgehen. Und dann irgendwann, wenn du die Kaufkraft von dem US-Dollar am Anfang vergleichst, ja, als noch ein Gewicht in Gold war und dann, was weiß ich, 2030 oder so, ist lächerlich. Und durch Corona und die Krise und alles, das ist noch viel, viel schlimmer für die Staaten. Ja, das ist, ich meine, wenn man sich M1 anschaut, vom US-Dollar, ist eine Katastrophe. Ja. Nochmal so ein bisschen aufgegriffen, der AfD-Sprech, ja, alimentierte Messermänner oder so hieß das ja damals. Hier wird die mehr erzählt, dass die Flüchtlinge, die Deutschland aufgenommen hat, Deutschland so viel kosten. Dabei können wir sagen, nein, volkswirtschaftlich war das sehr sinnvoll. Das hat Geld gebracht und unser... Kann der mir das irgendwie belegen? Also ich weiß nicht, also er stellt das jetzt einfach so in den Raum. Also ich mag eigentlich das Thema Flüchtlings... Krise nicht so sehr, aber er stellt es einfach so in den Raum. Es hat uns wirtschaftlich was gebracht, so, und ja, wo? Zeig. Ja, nach der keynesianistischen Logik ja schon. Du gibst Menschen Geld fürs Nicht-Arbeiten, die müssen irgendwie konsumieren, und dadurch, dass sie konsumieren, weil du das Geld ja einfach denen gegeben hast, das ja aus dem Nichts geschaffen wurde, auf gut Deutsch, also eigentlich durch Schulden finanziert, ne? Bringen die Wirtschaft wieder in Fahrt. Ja, also ich. Das ist also die Argumentation dahinter, aber die kannst du ja niemals bemessen, zumal ja das auch nicht zutreffend ist, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja. Problem ist eher, dass wir zu wenig Migration haben. Ja, aber jetzt wird es noch bunter, Wolfgang. Einige Wettbewerber
damit meint er Iran und Nordkorea, töten gar ihre eigenen Kunden für, damit meint er Bürger, für Verhaltensweisen, die anderswo nicht einmal als strafwürdig gelten. Jeder einigermaßen befähigte Unternehmer sollte das besser hinbekommen. Ja, das ist einfach so ein Problem, dass die das nicht besser hinbekommen in Nordkorea, ne? Also das, gut, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also der überträgt dieses Marktparadigma, ja, es ist ja so irre, überträgt das Marktparadigma völlig auf das Politische. Und ja, er setzt, dass er Entschuldigung, er setzt nee, halt, nee, er sagt halt, okay, wenn man das gesellschaftliche Zusammenleben als Markt sieht, gibt es Kunden und Anbieter. Im Prinzip ist der Staat oder sind die Staaten jeweils einzelne Anbieter und die Bürger sind die Kunden, die quasi die Dienstleistung ja zwar per Zwang kaufen, ja, aber im Prinzip sind es ja Kunden, zwar Zwangskunden, aber und natürlich kannst du dann sagen, okay, der eine Anbieter macht das so mit seinen Kunden, der geht so mit seinen Kunden um und der andere Anbieter geht so mit seinen Kunden um. Ja, und natürlich, was hat er eben für ein Wort verwendet, absurd oder so, dass man das so sehen kann? Nein, also ich finde es absolut nicht absurd, dass man in ein Verhältnis Kunde zu Anbieter zu setzen, wo der Staat halt der Anbieter ist. So. Und ja, und manche Anbieter bringen ihre Kunden um, ja. Ja, genau. Es gibt kein Incentive für ein Privatunternehmen, seinen Kunden umzubringen. Weil dann hätte man weniger Gewinn und man kann den Kunden ja auch einfach ausschließen. Ja. Ja, es passt ja schon. Er sagt ja, es ist der wichtigste Markt der Welt. Das haben wir ja vorhin vorgelesen. Das ist ja gleich auf der ersten Seite im Endeffekt von dem Buch Freie Privatstädte. Und wenn du siehst, das ist natürlich der wichtigste Markt, weil jeder irgendwo leben muss, zwangsläufig. Und du hast halt, wie du schon gesagt hast, bestimmte Anbieter und es gibt halt auch staatliche Anbieter und autoritäre staatliche Anbieter und die bringen auch ihre Menschen, ihre Kundschaft um. Das ist durchaus korrekt so aufgefasst. Da ist nichts dran, das ist einfach nur eine Behauptung, das ist eine Beobachtung. Ja. Hier eine Feststellung. Wenn man das so beschreibt, ja, da gibt es Anbieter, die ihre Kunden umbringen, dann zeigt das so ein bisschen die Absurdität des staatlichen Prinzips, ja, dass eigentlich der Staat, so ist ja die heilige Logik, ist durch den Gesellschaftsvertrag vorgegeben und dient dazu, den Menschen praktisch ein besseres Leben zu beschaffen und ohne Staat wäre Chaos und Anarchie und die Menschen würden sich gegenseitig umbringen und so. Und ja. Ich mache einfach mal weiter, oder? Ja. Entpolitisierte Städte will. Das mit Argument oder dieses Argument mit Iran und Nordkorea könnte man natürlich auch umkehren. Ja, warum behindert denn der Wettbewerber Deutschland Kinderarbeit und Menschenhandel? Auch das könnten ja lukrative Märkte sein. Ja, es ist so verrückt, wenn man das. Egal, ich will immer was zu sagen. Ich würde wieder nur wild ausrasten. Okay. Man könnte eigentlich immer nur die Sätze vorlesen und müsste gar nicht sagen, weil das so, wenn man noch halbwegs bei Verstand ist, für sich spricht. Gebel sehnt sich nach privaten Städten, die wie gewöhnliche Produkte laufend verbessert werden. Er sagt ja auch in so einem Interview, Smartphones werden ja auch immer besser, ja, immer effektiver, immer toller. Warum Städte eigentlich nicht? Ich habe. Und rate mal, wer kein Incentive hat, sich andauernd zu verbessern? Der Staat, weil Zwang. Ja, ganz einfach. Habe ich das gerade richtig verstanden? Die hatten ein Interview mit Titus Gebel? Oder? Nee, der sagte, dass alle Sätze in dem Buch für sich stehen würden, weil es ja so absurd ist. Die haben nur das Buch gelesen, die haben kein Interview gehabt. Okay, ich hatte es gerade so verstanden, egal. Tja, gedacht wird hier der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, so zitiert er das und das ist natürlich Hayek. In privaten Städten ist alles vom Krankenhaus über die Schule, über die Müllabfuhr bis hin zu allem, was man sich überhaupt vorstellen kann im gesellschaftlichen Leben, vollständig privatisiert.
Es gibt auch einen Wettbewerb der Währungen. Auch das ist wieder Hayek. Jeder Unternehmer soll frei entscheiden, welche Währung er annimmt. Auch ungelernte Kräfte werden Verwendung finden, schwärmt Gebel. Denn natürlich gibt es hier keinen Mindestlohn. Übrigens ist auch das Thema Klimawandel, ja, es wird so auch angeschnitten, aber auf sehr eigene Weise, sage ich mal, verhandelt. Sehr schön das Versprechen. Also wer jetzt noch nicht überzeugt ist von den Privatstädten, jetzt kommt für mich das Argument. In einer Privatstadt wird es wieder wie früher Glühbirnen geben, verspricht er. Ja. Also dann nichts wie hinsagen. Ja, das ist natürlich sein Hauptargument für freie Privatstädte, dass es Glühbirnen geben wird. Ihr zieht das so ins Lächerliche. Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, was man da überhaupt noch zu sagen soll. Eigentlich kann man das für sich stehen lassen und weiterlaufen. Die Zuhörer und Zuschauer, die werden sich wahrscheinlich auch ohne meinen Kommentar jetzt auf die Schenkel klopfen. Das ist halt, das ist bescheuert. Den Glühbirnen noch eine Anspielung an so ein Verbot, was erlassen wurde. Ne? Ja, genau, im Prinzip. Ja, eine EU-Regularie. Ja? Dass Leuchtmittel nur noch so und so viel Watt pro Lichteinheit erzeugen oder verbrauchen dürfen. Und damit sind Glühbirnen halt raus. Klassisch. Ja, und genau. Ja, und genauso ist es ja auch dann wieder im freien Markt. Da kann der Mensch entscheiden, ob er die Glühbirne haben will, die mehr Energie verbraucht, also höhere Energiekosten hat, oder halt die LED-Birne, die halt weniger Watt meinetwegen ausstrahlt oder weniger Watt hat und weniger Lumen und gegebenenfalls und halt in der Anschaffung teurer ist, aber immer weniger Strom verbraucht. Das nennt man halt freien Markt, dass man halt nicht einfach mal irgendwas verbietet. Ja, aber in der Klimadiktatur kannst du das nicht zulassen. Ja, wir retten das Klima durch Glühbirnenverbote, ja. Stimmt. Und durch Tanken CO2-Steuer. Ich vergaß. Man sich doch da. Gute alte Zeit hier, diese ganzen Enger, die ja auch prima funktionieren. Das ist so eine Einschränkung meiner Freiheit, so eine radikale, dass es nicht mehr die alten ollen Glühbirnen sind. Also da müssen wir wirklich weg von diesem diktatorischen Regime, Wolfgang. Sie spielen das so runter, als ob es nur diese eine Sache gäbe. Ich meine, versuch mal in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, ohne mindestens einen Steuerberater, eine Anwaltskanzlei und weiß ich nicht was, tausende Beratungsfirmen hinter dir zu haben, dass du ja nicht irgendwo aus Versehen ein Gesetz verletzt, wenn du im freien Austausch mit jemandem Produkte gegen Geld tauschst. Also, die nehmen sich jetzt irgendwie so ein lächerliches Beispiel ran. Ich finde das einfach unfair. So, die müssen doch mal, wenn sie das Buch gelesen haben, das Gesamte betrachten, wo der Staat überall eingreift und wo überall Hürden sind. Und ich gehe jetzt gleich wieder in Rage-Mode, glaube ich. Das ist ein guter Punkt, denn wie sieht das eigentlich dann politisch aus in einer solchen Stadt? Da schreibt Gebel: politischer Aktivismus, Missionierungseifer, Verteilungskämpfe und das Aufwiegeln gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander sind praktisch verschwunden. Die Vertragsbürger respektieren gegenseitig ihre unterschiedlichen Anschauungen und Einschätzungen. Ja, man muss sich das mal wirklich vor Augen halten, wie verrückt das ist. Ja klar, Verteilungskämpfe sind verschwunden. In einer Privatstadt ohne Mindestlohn. Da werden die Verteilungskämpfe einfach verschwunden sein. Da werden die Leute, die für wenig Geld da ausgebeutet werden, natürlich überhaupt nicht auf die Idee kommen, politischen Aktivismus zu betreiben. Oder ich habe mal eine Frage. Wir hatten doch vor einiger Zeit in Deutschland auch keinen Mindestlohn. Sind wir im Wirtschaftswunder, wo es den Familien noch einigermaßen gut ging und man sich ein Eigenheim kaufen konnte? Wurden da die Leute ausgebeutet, weil es keinen Mindestlohn gab? Also ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Ich bin schon so alt zu wissen, ich habe übrigens auch schon unter Mindestlohn gearbeitet, als es noch keinen Mindestlohn gab, für 6 Euro die Stunde als ungelernte Lagerhilfe. Und ich habe mich jetzt nicht ausgebeutet gefühlt, weil das halt einfach der Preis für einen ungelernten Lageristen war damals. Ja, und dich hat wahrscheinlich auch niemand dazu gezwungen. Da hast du es wahrscheinlich freiwillig gemacht. Ich habe das freiwillig gemacht, ja. Deswegen, Mindestlohn ist eigentlich ein Euphemismus für... Das ist ja ein Arbeitsverbot. Wenn du unter einem bestimmten Wert nur wirtschaftliche Produktivität hast, dann darfst du nicht arbeiten. Ja. Und wenn man sich so anschaut, ja, wirklich förderlich für die Armen ist es ja dann gerade nicht, weil das sind ja wahrscheinlich die am ehesten die niedrigste Wirtschaftskraft kommandieren.
Und aber das ist halt auch wichtig, da so einen Einstiegspunkt haben zu können, ja. Weil wenn du dir verboten ist, unter was weiß ich, $15 die Stunde zu arbeiten, dann hast du einen viel schwierigeren Einstieg in die Berufswelt, weil die einfachen Tasks, die du tun könntest, die aber trotzdem hilfreich sind und auch dir, was weiß ich, Skills fürs Leben beibringen, das fällt dann weg. Und dann hat man halt eine viel höhere Jugendarbeitslosigkeit. Und weil gerade die Leute, ja, die gerade aus der Schule kommen, die halt noch keine keine hohe Arbeitskraft haben oder keine hohe Produktivität, die werden da nicht eingestellt oder dürfen nicht eingestellt werden. Jo. Irgendwie Leute zu missionieren für ihre Zwecke, nein, alle ganz friedlich und nett miteinander tauschen. Und wenn doch jemand so böse sein sollte, na, dann wird er natürlich vor die Tore der Stadt gesetzt. Also es ist wirklich brillant. Also es, ja. dass man sich so einen. Nur frage ich mich dann, wenn sie das machen, wie sie dann wieder die. Vor die Tore der Stadt gesetzt ist wahrscheinlich auch wieder eine Endkonsequenz. Es wird wahrscheinlich da auch sowas wie Strafen geben oder sowas. Also im Sinne von Geldstrafen oder sonst irgendwas. Also ich glaube nicht, dass. Wenn du jetzt irgendwie im Supermarkt ein Kaugummi klaust, dass du danach sofort vor die Tore der Straße. Das ist ein Strohmann, ist das wieder. Ja, zumal du ja wieder einen zahlenden Kunden verlieren würdest. Ja. Das heißt, du hast ja gar kein Incentive, den sofort rauszuschmeißen bei jeder Lappalie. Arbeitskräfte bekommen werden. Also es wird warte noch kurz. Ja. Ich finde, da kann man sich halt auch wieder diese unternehmerische Frage stellen. Okay, wir wissen vielleicht, dass es zu diesen Fällen kommen kann, ja. Und da kann man sich im Voraus auch dagegen absichern, dass man das halt in dem Vertrag inkludiert und dass man dann halt Eventualitäten abdeckt und sagt zum Beispiel, hey, ich habe eine Kaution, ja, von dir. Du darfst hier bestimmte Sachen benutzen und so weiter. Aber wenn du was kaputt machst, dann habe ich im Voraus sozusagen schon Geld von dir, was ich dann für diese Schäden einsetzen könnte. Und auch das kann man wieder ja mit einer Third Party irgendwie lösen, dass die dann das Geld hält und unparteiisch entscheidet im Streitfall und so weiter. Also es ist einfach sehr unkreativ. Die Herangehensweise. Und gerade in Bezug freier Privatstädte fällt mir halt in Diskussionen immer wieder auf, die Leute schildern ein Problem, das sie haben und fragen mich dann, wie das gelöst ist. Da stelle ich mir dann die Frage, okay, du hast jetzt irgendwie ein Problem, weiß ich nicht, nehmen wir ein blödes Beispiel, wer baut die Straßen? So, okay, du hast jetzt diese Frage, okay, dann frag doch den Anbieter. Wer baut denn die Straßen? Und wenn dir das so wichtig ist, dass das irgendwie vertraglich festgehalten wird, dann einigt euch darauf, das im Vertrag festzuhalten. Genauso wer sorgt für Bildung oder weiß ich nicht. Wenn dir das wichtig ist, dass es der Staat macht, dann ist vielleicht die Privatstadt sowieso nichts für dich. So, also viele auch Sachen Fragen, müssen halt vertraglich vorab festgehalten werden und was nicht vertraglich festgehalten ist, das muss man dann vorab klären. Vielleicht durch einen Zusatzvertrag oder einfach sagen, ja okay, dann unterschreibe ich den Vertrag nicht, wenn das für mich nicht geklärt ist. Ja, dann bist du aber auch nicht potenzieller Kunde dieses Unternehmens. Also ich weiß nicht. Also, auch so viele Konflikte können viel gewaltfrei gelöst werden, wenn du dir einfach sagst, okay, ich kaufe mir hier jetzt Grund in der Free Private City und im Vertrag halte ich zum Beispiel fest, ich habe ein Recht auf die Landscape, wie sie jetzt gerade ist. Ja, und ich habe ein Recht darauf, zu Rate gezogen zu werden, wenn der Eigentümer der Free Private City was an der Landscape verändern will. Ja, will er noch ein riesen Hochhaus neben mein Haus bauen und ich bin dann komplett im Schatten die ganze Zeit. Das kann man auch im Voraus regeln, ja. Und dann kann es sein, ich habe diese Klausel im Vertrag und aber der Unternehmer will so gerne dieses Hochhaus da bauen und dann muss er, was weiß ich, sich freikaufen, ja. Also da gibt es unendlich viele kreative Möglichkeiten, wie man das vertraglich abhandeln kann. Mhm. Und ich finde, das ist auch genau die Aufgabe eigentlich von Jura, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Und leider ist halt das Feld der Jura sehr limitiert eben durch dieses monopolistische Denken, was der Staat eben mit sich bringt. Mhm.
Ja, das war, mit der Landscape war auf jeden Fall ein deutlich besseres Beispiel als ich jetzt eben mit, wer baut die Straßen. Ja, ja, richtig, genau. Das sind halt Fragen, die werden halt aufgeworfen. Und ja, wenn du sie geklärt haben willst, dann klär sie. Ne? Also, aber ich muss dir jetzt nicht die perfekte Lösung dafür geben, die vielleicht für einen anderen nicht perfekt ist oder so. Also, und Verträge können auch in verständlicher Sprache geschrieben werden. Ja. Ja, also es ist nicht immer so, dass man da so ein geschwurbeltes Ding hat, sondern das ist eigentlich meistens, wenn man halt mit staatlicher Bürokratie zu tun hat, dann kommt irgendwie so Bürokratendeutsch, wo man als Muttersprachler schon teilweise vor den Wörtern steht und man kann so erahnen, was damit gemeint ist, aber man denkt sich so, what the fuck, dieses Wort habe ich noch nie gehört oder gelesen. Ja, warum können die nicht in normaler Sprache ihre Sachen da aufschreiben? Ja. So vorgestellt, alles als so wie im Hotel halt, wo man denkt, ja da gibt es auch keine Verteilungskämpfe. Klar. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt bezahlt habe vorher. Ja. Also es ist absurder Nonsens. Absurder Nonsens. Und auch das mit den Verteilungskämpfen gerade, ja. Also wie ich das jetzt verstanden habe, meinten die mit Verteilungskämpfen, dass man praktisch sein politisches Gewicht als Individuum in einer Gruppe bündelt, um dann eben den Machthaber zu lobbyen, dass er einem Goodies gibt, ja, Wohlstand umverteilt, weil es muss ja von irgendwoher kommen. Also genau das, was die Linke mit die Armen dazu ermuntert, halt zu sagen, jo Leute, ihr müsst mehr staatliche Förderungen kriegen. Und ist ja eigentlich nicht so positiv, dass du dich dann in eine Abhängigkeit halt zum Staat bringst. Und in der Free Private City kannst du es halt auch nicht machen, weil der City-Owner kann ja nicht die Währung einfach willkürlich inflationieren. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht bei Akencoin, aber dann würde ich halt auch in Frage stellen, wie viele Leute da und wie viele Unternehmen da hinziehen wollen überhaupt, wenn der Gottkönig über die Währung ist. So eine harmonische Balance durch den Markt wird es nicht geben. Es gibt immer konfligierende Interessen in einer Gesellschaft und es müssen ja auch gar nicht nur ökonomische sein. Es gibt einfach, ja. Interessenkonflikte, meinetwegen zwischen den Geschlechtern, zwischen Religionsgemeinschaften, kulturellen Gruppen und so weiter. Da kommt es immer wieder zu Problemen, die politische Probleme sind, wo Menschen mit verschiedenen Überzeugungen und Interessen aufeinandertreffen und um ihre Rechte, Vorrechte, wie auch immer, kämpfen. Von daher ist so ein entpolitisierter Raum eine absolute Illusion. Und es ist sehr, sehr lustig, dass Gebel die Privatstadt mit einem Kreuzfahrtschiff vergleicht. Da frage ich mich wieder, okay, ich versuche mich da jetzt mal ein bisschen reinzudenken. Sagt ja Konflikte zwischen Geschlechtern. Was meint ihr damit? Meint ihr jetzt damit die Gender Pay Gap oder so? Oder was? Also, was halt wirklich ein politisches Konstrukt einfach nur ist. Das ist ja nichts, worüber man sich jetzt im normalen Leben streitet. Also, ich weiß nicht. Alles muss politisch irgendwie geregelt werden nach deren Meinung. Und wenn da keiner was politisch regelt, dann haben wir auf einmal Frauen, die für 50% weniger arbeiten als die Männer, so und, oder wie oder was. Also ja, das ist, Entschuldigung, ich mach weiter. Kreuzfahrtschiff vergleicht, denn dort unter auch alle Passagiere, dass sie sich an den Vertrag halten, der ihnen vom Reiseveranstalter vorgelegt wird. Aber Bürgerrechte sind halt ein bisschen mehr als Passagierrechte. Und Wolfgang, wie soll denn dieser Vertrag zwischen Bürger bzw. Kunden und der Privatstadt aussehen? Pass auf, die freie Privatstadt wird von einer Betreibergesellschaft als gewinnorientiertes Unternehmen geführt. Gegen einen festgelegten finanziellen Beitrag gewährleistet sie den Bewohnern Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Das heißt, der Verbleib in einer solchen Stadt ist dann freiwillig. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme. Also die entscheiden, wer rein darf. Das heißt, wer nicht rein darf, hat Pech gehabt. Produziert wird so natürlich, wenn es jetzt ganz viele solcher Privatstädte gäbe,
ein Heer von Staatendosen, die irgendwie an den Außentoren kratzen und nicht reinkommen. Jeder Bürger muss einen Vertrag unterzeichnen und die Bürger können natürlich jederzeit kündigen und sagen, die andere Privatstadt ist mir lieber, denn die Städte sollen ja in einen Wettbewerb untereinander auch treten. Ja, das ist halt wie bei den Unternehmen mit den Smartphones, wer macht das beste Smartphone. Aber was nicht geht, ist, dass die Betreiber der Privatstadt den Bürgern so ohne weiteres kündigen können. Die brauchen Gründe. Also, dass sich dann Bürger nicht an die Ordnung halten, beziehungsweise wenn Bürger nicht mehr in der Lage sein sollten, ihren Beitrag, den sie zugesichert haben, zu zahlen, dann sind sie auch draußen, wie man halt auch das Hotel verlassen muss, wenn man nicht länger zahlen kann. Da habe ich fast so ein bisschen Gänsehaut bekommen, wie Wolfgang das jetzt hier geschildert hat. Weil das war jetzt eine relativ treffende Beschreibung von dem, wie so eine Free Private City funktioniert. Und das, ja gut, kommt jetzt eine halbe Stunde in, aber es kommt wenigstens, ja. Und ich finde auch die Reaktion von Olle lustig, weil Olle er lacht einfach, ja. Als wäre es absurd. Sitzt dran und kichert sich und so. Also, ja. Aber ich finde, das hört sich, ja, wenn man sich das ganz objektiv einfach anschaut, das hört sich doch nach einem voll soliden Ding an, ja. Also minus natürlich die Leute, die außen an der Stadtmauer stehen und da dran kratzen, weil sie nicht reingelassen werden. Also das, ich glaube nicht, dass es so passieren wird, sondern ich glaube, warum sollten Leute draußen stehen und da an der Stadtmauer kratzen? So, was erwarten die denn da drin? Freie Kosten Logis, wie jetzt gerade im Sozialstaat oder was? Also, ich weiß es ja nicht. Genau, deswegen, selbst wenn da arme Leute hinkommen, ist es wahrscheinlich so, ja, auch die müssen den Vertrag unterzeichnen und die leben dann vielleicht nicht da, wo, was weiß ich, die Reichen sonst wie Leute leben, aber sie dürfen trotzdem in der Stadt sein, sie arbeiten, sie können Wohlstand akkumulieren, sie können ja, den Wohlstand weitergeben an ihre nächste Generation und ja. Das ist was Tolles, ja, und ich finde, man sollte ein bisschen weggehen von dieser Haltung so, ah, du bist arm, wir müssen dir was schenken. Ja. Mhm. Sondern ich finde, wir müssen mehr hin zu dieser, ich erarbeite mir tatsächlich was und ich bin stolz darauf, dass ich das erarbeitet habe und das ist meins, ja. Nicht so dieses, ja, wir schenken dir was und das kommt von uns, aus unserer Gütigkeit, du bist eigentlich nichts und deswegen kriegst du es einfach so, ja, weil du so arm und bemitleidenswert bist. Mhm. Es ist vor allem ganz toll, weil man da ja einfach merkt, da entsteht ja eine neue Form der Herrschaft. Also da wird einfach die staatliche Form der Herrschaft, die zumindest noch bestimmten juristischen Restriktionen unterlegen ist, also durch Gewaltenteilung, aber auch durch Demokratie, da wird diese Herrschaft eigentlich durch die Willkürsherrschaft von Privatunternehmen ersetzt. Es ist ja keine Willkürsherrschaft. Es besteht ein Vertrag zwischen beiden Vertragsparteien. Das ist der Punkt, den Titus Gebel macht. Aktuell entscheiden Staaten praktisch willkürlich, wie morgen das Zusammenleben aussieht. Und einen Lockdown gibt oder eine Impfpflicht. Genau das ist, ja? das ist der Punkt, was damit vermieden werden soll. Und sie unterstellen einfach, dass es so wäre, obwohl sie vor 2 Minuten noch gesagt haben, es gibt einen Vertrag zwischen beiden. Der eben und, nicht willkürlich ist. Und sie sagen gerade vorhin, es gibt einen Wettbewerb. Das heißt, selbst wenn dann dein Anbieter auf die Idee kommt, vertragsbrüchig zu werden, dann gehst du einfach und gehst zum nächsten Anbieter, was du heute auch nicht kannst. Ja, und wenn der Anbieter das in Masse macht, vertragsbrüchig werden, dann wird er seine Kunden los und damit wird er sein Vermögen los. Und weil er gewinnorientiert ist, wird er dann irgendwann vom Markt verschwinden. Ja. Easy as that. Der Markt regelt. Ja. Genau, der Markt regelt. Und das Schlimmste sicherlich für so einen Herrn Gebel ist dann, dass man ja in Wahrheit auch da weiß, dass am Ende der Staat als konstituierende Macht dahinter steht. Denn zumindest muss ja einmal der Punkt kommen, wo ein Staat sagt, okay, wir geben jetzt unsere Macht über diesen Flecken Erde ab, ja, an den, der uns so und so viel bezahlt. Und wir greifen dann auch danach dort nicht mehr ein. Das heißt, es wird immer durch staatliche Macht erst einmal konstituiert werden, damit wir dann dort so eine Willkürherrschaft haben. Das ist auch eigentlich nur eine neue Form von ursprünglicher Akkommodation, nur halt sehr konsequent zu Ende gedacht. Sehr konsequent zu Ende gedacht, ja. Na gut, die Willkürherrschaft haben wir mir schon widerlegt, ja. Durch einfache 2 Gedankensprünge.
Ja, und der Grund, warum ein Staat im Hintergrund sein muss, um das zu konstituieren, ist eigentlich ganz logisch, weil einfach die Fläche der Erde einfach zwischen allen Staaten aufgeteilt ist. Das ist der einzige Grund. Wenn dem nicht so wäre und wir könnten uns ein freies Stück Land, wo es keinen Staat gibt, nehmen und eine Privatstadt drauf machen, dann würde kein Staat das konstituieren. Das heißt, das ist überhaupt kein Punkt. Nur weil halt gerade die Gesetzmäßigkeiten so sind. Und weil die Staaten auch immer, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, sehr eifersüchtig sind, wenn Leute dann auf einmal anfangen, ihr eigenes Ding zu machen. Genau. Da auch, habe ich auch noch eine Geschichte, Sealand, wer es noch nicht kennt, da hat ein Mensch, eine ehemalige Flakstellung der britischen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg wohl eingenommen oder sich einfach draufgesetzt, liegt auch in internationalen Gewässern und es wurde versucht, die zurückzuerobern im ersten Versuch, aber er hat sich dann gewehrt und da hat man gesagt, naja, es ist einem eigentlich nicht wert. Jetzt macht er darauf so seine eigene Privatstadt sozusagen, wobei es halt nicht viel Platz drauf, aber der Staat möchte halt wirklich auch keinen Wettbewerber haben vor seiner Haustür, der ihm das so ein bisschen streitig macht. Wie werden denn nun die Interessenkonflikte gelöst, wenn private Städte doch so entpolitisierte Orte sind, wo ja alle einfach freiwillig immer miteinander interagieren? Das Problem wird aus den Parlamenten und aus den demokratischen Institutionen verlagert, und zwar zu Schiedsgerichten, notfalls auch zu internationalen Schiedsgerichten. Nee, nur zu internationalen, glaube ich sogar, weil man dann nochmal besonders absichern kann, dass man international auf Gelder auch zugreifen kann und so. Mhm. Also das. Hä? Soll ja ganz stark, glaube ich, dann darüber laufen. Ja. Also ich meine, wir wissen ja noch aus diesen Debatten um Freihandelsabkommen, dass solche Gerichte prima genutzt werden können, also solche Schiedsgerichte, um die Souveränität von Staaten zu umgehen. Und da passt es natürlich gut, dass Gebel auch Fan solcher Institutionen ist. Ole, die Freihandelsabkommen, also wenn wir ein wirkliches Freihandelsabkommen haben wollten, ja, also nach meiner Vorstellung, dann würden wir einfach sagen, wir handeln jetzt frei. So, aber die Freihandelsabkommen sind von den Staaten ausverhandelt worden. Die Staaten beschließen, dass das so scheiße läuft. Verstehst du das nicht? Die Schiedsgerichte, die sollen auch darüber wachen. Noch ganz kurz, das beste Freihandelsabkommen ist kein Abkommen. Ja, also ja. Warum soll eine übergeordnete Gruppe entscheiden, wie wir alle zu handeln haben? Das ist in der Definition von Eigentum mit drin. Solange wir uns beide einig sind und gerechtes Eigentum austauschen, ist das alles legit. Ja, also da hat sich niemand einzumischen und da muss auch nichts vorher abgeschlossen werden eigentlich. Der Staat nicht einfach wieder das Land, das sie verkauft, Treiber von Privatstädten, dass sie das zurückverlangen. Und weil die meisten Staaten das New Yorker Übereinkommen bezüglich von Schiedsgerichten akzeptiert haben, könnten diese den Staaten am besten dann auch gleich noch hohe Strafen auferlegen und diese Summen zur Not auch pfänden, da alle Staaten auch ausländische Konten haben. Der Gastgeberstaat darf sich daher nicht in die Belange der privaten Stadt einmischen. Ja, schön wär's. Nun könnten wir natürlich noch 1000 Beispiele anführen. Ich finde, das ist aber eigentlich ein interessantes Thema. Weil, wie Olle hier gerade jetzt so geredet hat, ist mir der Gedanke gekommen, wie wäre es denn, dass die Stadt selber eine Kaution sozusagen hinterlegt für die Bürger. Ja, also ich meine, Kautionen kannst du ja auch in beide Richtungen machen. Dass es halt schon einen vorgefertigten Pott für die Stadt gibt, wenn der Bürger Quatsch macht und andersrum genauso. Und damit signalisiert die Stadt ja dann auch Kredibilität. Also hier wieder, ja, das ist, wir sind da total verkrüppelt in dem Denken, wie kann man Recht privatisieren und wie kann man es privat besser machen, weil wir einfach nicht gewohnt sind, so zu denken, sondern es ist immer, in der Schule wird das beigebracht, ja, Staat ist sowas Besonderes, ja, der Staat existiert nicht im Markt, sondern bestimmte Aufgaben müssen vom Staat gemacht werden, zum Beispiel das Militär oder das Rechtssystem und dann auch noch Bildung und Gesundheitssystem und das Klima und so weiter und so fort. Du bist komplett erstmal indoktriniert und dann ist der Staat so in dir drin und
du kannst gar nicht über diese Themen nachdenken und überlegen, ja, ich bin ein Konsument, ich will konsumieren, was will ich konsumieren? Ich bin ein Unternehmer, ich will was anbieten, was Leute konsumieren wollen, wie stelle ich das her oder wie führe ich das herbei? So, diese Denkweise ist verkrüppelt bei den meisten Deutschen, leider. Mhm. Stimmt. Wie krude diese libertäre Ideologie ist. Vielleicht noch eine Sache, also selbstverständlich gibt es da auch nicht eine soziale Absicherung und Gebel bringt dann auch ein schönes Beispiel. Ist eigentlich auch wieder falsch. Soziale Absicherung muss nicht staatlich sein. Wenn jetzt, sagen wir einfach in Prospera, jemand auf die Idee kommt und sagen würde, ja, hier gibt es Leute, die fragen Absicherung nach. Ich gründe ein Unternehmen, einen Fonds oder weiß ich was, wo dann alle einzahlen und wenn dann mal ein vertraglich vorher vereinbarter Fall eintritt, zahlen wir daraus aus. Also du kannst das privatrechtlich machen. Die sagen einfach, es gibt's gar nicht. So, das heißt ja auch Sozial- und Krankenversicherung, ja? Also Sozialversicherungsbeiträge und Krankenversicherung. Das heißt einfach eine Versicherungslösung, die du auf dem freien Markt auch einfach erwerben könntest. Ja. Was Wolfgang gerade gesagt oder Bolle gerade noch gesagt hat, sind krude Theorien. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Wort krude Theorien oder diese zwei Wörter habe ich im letzten halben Jahr schon öfter gehört. Und ich frage mich so ein bisschen, ist es jetzt dieses neue Verschwörungstheorien, dass man einfach sagt, das ist eine krude Theorie? Ja. Nicht so schlimm wie eine Verschwörungstheorie, aber super out there und total wirr in sich. Weil der Libertarismus ist alles andere als wirr. Ja. In sich ist er komplett konsistent. Und ich meine, welches andere System kann das von sich behaupten? Ja. Und gut. Man denkt ja. Habe ich jetzt wieder pausiert? Man denkt, ja, du hast klar, pausiert. Das leuchtet ja sofort ein, dass das funktionieren wird. Wenn man beispielsweise einen Gehirntumor hat, dann benötigt man eine teure Operation. Und nun haben wir ein staatliches Gesundheitssystem, das es auch Leuten ermöglicht, operiert zu werden, die nicht reich sind. Wie sähe das jetzt in einer Privatstadt aus? Natürlich gäbe es da ein solches System nicht. Da muss man ja alles privat bezahlen. Man kann, sagt Gebel, aber doch einfach Verwandte und Freunde fragen, ob sie die Operation bezahlen wollen und können. Und wenn die das nicht wollen, dann würde sich das doch schnell rumsprechen und dann gäbe es halt Charity-Aktionen und dann würde das Geld für die Operation schon zustande kommen. Denn da ist sich Gebel sicher, solange es freiwillig ist, da helfen Menschen einander sich gern. Wolfgang, wenn du warst also auch so begeistert von diesen Spendengalas nach der Flut. Aber da haben sie jetzt eben das Versicherungsthema komplett ausgeklammert, als ob es keine privaten Krankenversicherungen gäbe, die das dann übernehmen. Ja, überhaupt keine privaten Versicherungen. Also, Freunde, ihr argumentiert hier auf einem Niveau, das ich nicht gut finde. Und trotzdem muss ich jetzt nochmal einhaken, auch wenn sie gleich noch zu dem Punkt wahrscheinlich kommen. Selbst wenn du dich dann nicht versichert hast und du theoretisch das hättest privat zahlen müssen und machst eine Charity-Aktion, wie sie es ja sagen, oder eine Spendensammlung, würde ich schon behaupten, dass die Spendenbereitschaft deutlich höher ist, weil du auch die ganzen Sozialabgaben und die ganzen Zwangsabgaben nicht hast. Ja, also da gab es, ich weiß nicht von wem der Vortrag war, ob das von Philipp Bargus war, der sich angeschaut hat, wie hoch die Spendenbereitschaft ist bei wie viel Zwangsabgaben. Und konnte dann am Beispiel der USA quasi zeigen, dass die Spendenbereitschaft damals, als es noch weniger Zwangsabgaben gab, deutlich höher war als heute, wo es mehr Zwangsabgaben gibt. Und das hat er auch mit mehreren Ländern aufzeigen können. Und das würde den Punkt dann nochmal stützen, ja. Da, wo man dann irgendwie im ersten und im zweiten deutschen Fernsehen große Spendengalas gemacht hat und am Ende sind dann, 3 Millionen Euro oder weiß nicht wie viel zusammengekommen. Ja, es war schon da kann mehr, man dann vielleicht zwei Straßen renovieren von.
Ja, man kann so ein Viertel von Bad Münstereifel vielleicht da wieder ein bisschen sanieren, aber mehr geht natürlich nicht. Also klar reicht das nie aus und würde auch nicht ausreichen, wenn man, weil vor allen Dingen, wie soll man sich das vorstellen, wie viele Charity-Aktionen gäbe es ständig, weil Leute operiert werden müssen zum Beispiel oder ein Haus abbrennt oder sonst was. Klar, dann gibt es da noch so Versicherungs-, Strohmann durchweglassen. Aber das ist natürlich auch dann so angelegt, dass es nicht in irgendeiner Weise sozial gerecht ist. Und man kann es ja auch an einem Punkt ganz deutlich sehen, wenn dem ja so wäre, dass Menschen einander gerne einfach nur helfen und man nur ein bisschen mehr auf Eigenverantwortung setzen muss, dann wäre es ja längst so, dass es keinen Hunger mehr in dieser Welt gäbe. Dann hätten sich ja längst die Reichen zusammengeschlossen und würden den Hunger bekämpfen. Aber kommen wir... 90%, wenn nicht sogar 100% der deutschen Wähler wählen sozialistische Parteien, die einen Umverteilungsstaat auf ihre Kosten bevorzugen. Ist egal. Ja, die haben einfach, die Bürger in Deutschland haben sich entschlossen, alles, was im Endeffekt Sozialleistungen sind, outzusourcen, von der Eigenverantwortung outzusourcen an den Staat. Ja, genau. Und jetzt wundern sie sich, dass der Staat das nicht macht. Hat der Staat halt versagt, ne? Es ist halt einfach so. Ja, und also ich hörte da jetzt so eine Unterstellung raus, dass Leute nicht bereit wären, etwas von ihrem Vermögen abzugeben, um anderen Leuten zu helfen. Ja, und ne, wie gesagt, eigentlich wählen 100% der Wähler in Deutschland wählen Parteien, die genau das immer wieder machen und fordern und von ihnen nehmen. Und also wären die dazu nicht bereit, würden sie diese Parteien nicht wählen. Also zum Schluss nochmal auf einen Widerspruch in diesem Konzept zu schauen, der den Libertären jetzt doch etwas wehtun könnte. Ich würde mal sagen, okay, mir ich bin erst mal musste ich eben noch dran denken, es gibt ja von Roland Bader, den wir auch schon besprochen haben und den ja auch der Gebel ganz gut findet. Roland Bader, der Vorzeigelibertäre. Da gibt es ja diesen Satz, das einzige Menschenrecht ist das, in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Womit man quasi sagt, die anderen Menschen sollen sich nicht mir zur Zumutung machen. Also dass man zum Beispiel sagt, wir haben ein öffentliches Gesundheitssystem und ich persönlich, der gesund bin, muss jetzt jemandem, der eine Hirn-OP braucht, das quasi quersubventionieren. Das geht ja überhaupt nicht. Der Witz ist nur, wenn man dieses... Was ja nicht geht, ist, dass einfach der Staat hinkommt und dein Eigentum wegnimmt und das für andere Zwecke benutzt als die du willst. Das ist ja das eigentliche Problem. Und ich finde, das ist halt so eine Emotionalisierung von dem ganzen Argument, dass man halt sagt, ja, der Staat macht es, um den Armen und Kranken zu helfen. Ja, das interessiert mich nicht. Ja, wenn ich auf der Straße ausgeraubt werde und der Räuber will meinen Geldbeutel haben, dann gibt es mir auch wenig, wenn er das Geld dann spendet. Ja, das ist der moralische Bruch ist da, wo das gerechte Eigentum enteignet wird. Also im Fall von dem Raub, dann, wenn er halt die Briefbörse mitnimmt. Das konsequent zu Ende denkt, dass man sagt, dass man in Ruhe gelassen zu werden, dann dürfte man ja eigentlich noch nicht mal auf einer Straße plakatieren, Hilfe, bitte gib mir Geld für meine Hirn-OP mit einer Charity-Aktion, denn schon das könnte ja als Belästigung verstanden werden von einigen. Ich glaube nicht, dass Bader das als Belästigung interpretieren würde, sondern das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, bezieht sich eigentlich auf das negative Recht, ja. Negatives Recht ist halt ein doofer Begriff, weil du negativ drin hast und die Leute dann natürlich immer erstmal was Negatives damit assoziieren. Mhm. Und aber im Prinzip heißt das ja einfach nur, mein Recht bedeutet, dass ich in Ruhe gelassen werde, bedeutet, dass du ja in mein Eigentum nicht eingreifen darfst. Und dann ist halt die Frage, ja, wie definierst du Eigentum? Aber gut. Also mir fällt auf, dass der Olle jetzt schon zweimal versucht hat, was konsequent zu Ende zu denken und hat es zweimal nicht geschafft. Ich glaube, er hat echt Probleme dabei. Ja. Ja. Und gehen wir doch mal wieder in den Frame einer freien Privatstadt. So, ja, natürlich musst du dann die Eigentümer theoretisch also fragen, ob du da plakatieren darfst, hilft mir bei meiner Hirn-OP. Also die Belästigung findet ja
auf einer ganz anderen Ebene statt. Die denken ja, man fühlt sich jetzt belästigt dadurch, dass man das Plakat sieht oder so. Und, nee, aber eigentlich werden wieder Eigentumsrechte ja verletzt, wenn man das einfach wild macht. Ja, also, ich weiß nicht, also, ja, ich bin wahrscheinlich jetzt mittlerweile zu durch, um den Punkt richtig auszuführen, aber vielleicht... Es ist auf jeden Fall die ungünstigste Auslegung, die man machen kann, oder? Von diesem Satz, das Recht in Ruhe gelassen zu werden. Ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwach von den beiden, ja, weil wenn sie intellektuell ehrlich wären, dann könnten sie ja auch sagen, okay, ich lege den Satz so stark wie möglich aus und versuche ihn dann zu widerlegen. Ja, dann wäre es ja interessant, wenn sie sich tatsächlich mal nicht einem Strohmann stellen würden, aber gut. Ja. Einigen Menschen. Also schon das ist eigentlich Konsequenz der total absurdeste, lächerlichste Wahnsinn. Und ja, und es ist ja auch eine Aufdringlichkeit, die tatsächlich damit verbunden ist, wenn du permanent interagieren musst, um irgendwas zu tun, sondern gerade das ist ja der Vorteil. Und die Frage ist ja auch, inwiefern so jemand glaubt, dass er nicht selbstständig mit dem, was er tut, irgendwie belästigt. Also das ist ja auch interessant, dass man glaubt, dass man sich überhaupt so auf sich ganz immer zurückziehen kann. Und man pickt sich natürlich immer gerne dann so Beispiele raus, die so auf der Hand liegen. Also weiß ich nicht, dann das macht ja auch Friedrich Merz zum Beispiel. Er hat ja auch dann in seinem Buch, über das wir gesprochen haben, so deutlich gemacht, die Leute werden alle viel zu dick und die werden alle Diabetiker und die belasten unsere Krankenkassen so. Also erstmal gibt es natürlich ganz andere Formen der Diabetes noch, die gar nichts mit irgendwie vielem Essen oder so zu tun haben. Aber davon mal abgesehen, wird das dann so punktuell herausgegriffen und da sagt man dann, ah ja, da sind jetzt die Bösen, während man bei ganz vielen anderen Sachen nicht sehen kann, gut, da arbeitet jemand 15 Stunden, dass das nicht gesund fürs Herz vielleicht ist, kann man auch, also wie will man das noch auseinanderhalten? Ja, aber der wird nicht explizit gezwungen, das ist total irre. Ist alles freiwillig, Wolfgang. Ja. Und so kann man das natürlich zu Ende denken, nur dann würde ich auch sagen, dann kann ich auch sagen, wenn mich jemand auf der Straße fragt, Entschuldigung, wie komme ich zur Stadtkirche, dann werde ich auch anfangen zu schreien, lassen Sie mich in Ruhe, Sie verletzen werden, mein Menschenrecht, in Ruhe gelassen zu werden. Aber gut, der Gebel räumt. Das ist halt echt schwach, ne? Also, also im besten Fall geht man einfach weiter. Und wenn der dann handgreiflich wird, dann würde ich sagen, ja, okay, dann belästigt er dich wirklich. Genau, also so wie er das Recht hat. Also erstmal ist natürlich die interessante Frage, wem gehört die Straße oder der Platz, wo sich das Ganze abspielt? Und was sind vielleicht die Regeln, die der für diesen Platz festgelegt hat? Vielleicht hat der nämlich festgelegt, dass man auf dem Platz nicht schreien soll. Ja, und wenn der Olle dann anfängt zu schreien, verstößt er vielleicht sogar gegen eine Regel. Ja, und vielleicht ist es eben nicht verboten, jemanden nach der Uhrzeit oder nach einer Wegbeschreibung zu fragen. Und deswegen die alles entscheidende Frage von Rothbard, die immer durchgedrungen ist bei mir und die diese ganzen Probleme super einfach macht, ist, wer ist der Eigentümer? Und der Eigentümer setzt den rechtlichen Rahmen. Und ich glaube, das haben Sie vielleicht vorhin auch gemeint mit der Willkürherrschaft. Ja, am Anfang ist es so, der Eigentümer darf alles machen mit seinem Eigentum. Ja, der dürfte es auch zerstören. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du so Free Private City bist, und du bist ein Unternehmen, ja, ein profitorientiertes Unternehmen. Das haben die vorhin mit Abschaum vorgelesen. Aber das ist eigentlich was Positives. Ja, da gehen bei mir die grünen Flaggen an. Also wenn ein Unternehmen profitorientiert ist, heißt das ja, dass sie genau eben wirtschaften und gucken, verdienen wir am Ende des Jahres mehr, als wir ausgeben. Ja, sind wir auf der Wirtschaft ein Benefit oder eher ein Drag. Und das ist halt Free Private Cities, ja, keine Ahnung, Gedanken verloren. Ja, also, ja, ich weiß auch nichts mehr zu sagen. Zumindest ein, dass es doch Interessenkonflikte geben könnte. Also vielleicht ist es gar nicht so, dass wenn ganz, ganz viele Menschen in so einer Stadt sind, die die ganze Zeit freiwillig miteinander interagieren, dass es da nicht zu Reibung kommt.
Zum Beispiel auch, wenn ein Vertragsbürger eine stinkende Fabrik neben einem Wohnhaus errichten will, dann müsste man halt schauen, wie man Grundstücke entsprechend ausweist, damit das nicht möglich ist. Denn sonst könnten die beiden Vertragsbürger das ja vor einem Schiedsgericht ausfechten, was aber ein langwieriger Prozess wäre. Da drohen viele Rechtsstreitigkeiten und das schreckt Unternehmen ab, sodass die Privatstadt vielleicht an Attraktivität verliert. Und man stelle sich einmal vor, für jeden Interessenkonflikt müsste man sich vor Gericht begeben oder bilaterale Sonderverträge aufsetzen. Was folgt daraus? Alles muss von den Betreibern der Stadt so gut geplant werden, dass es wenig Reibung gibt. Ja, wenn man das bei Gebel so liest, gelangt... Habe ich jetzt pausiert, obwohl jemand anders was sagen Ich habe pausiert und du hast wieder weitergemacht gleich. Also bilaterale Verträge sind ja bilateral und müssen dann in dem Fall nicht von dem Anbieter der freien Privatstadt in irgendeiner Art und Weise gemanagt werden, weil das sagt ihr ja schon vorher. Und auf dieses Problemstellung mit dem, ich baue direkt neben einem Wohnhaus eine stinkende Fabrik, könnt ihr aber nur sagen, man könnte auch eine Ausweisung von Industriegebieten machen, wie das unglaublich heute schon gemacht wird. Dass man sagt, okay, hier macht das Sinn, ne? Hier ist halt ein Industriegebiet. Ich meine, wenn man nach Ludwigshafen geht, zu BASF, dann haben die auch ihren eigenen Stadtteil, wo sie ihr Zeug herstellen und da ist halt kein Wohnhaus nebendran. Genau, dass sowas nicht passiert. Das könnte zum Beispiel, diese unglaublich schwere Planung könnte zum Beispiel dieser Anbieter wirklich machen, ja. Könnte sagen, hier bitte. Hier ist reines Wohngebiet und hier ist ein Industriegebiet. Das ist, genau, und hier ist Mischgebiet und bei Mischgebiet ist halt dann einfach vielleicht der Mietpreis bzw. der Grundstückspreis niedriger, weil du halt Industrie in der Ecke hast. Ja. Genau, und du musst ja nicht alles vor Gericht ausfechten, wenn du einfach Verträge hast. In den meisten Fällen geht ja sowas gut. Ja, der Gericht ist ja wirklich nur im Streitfall, wenn dann jemand Unabhängiges entscheiden muss. Das sind die Rahmenbedingungen des Vertrages und das ist die Realität, ja, die Beweise von beiden Seiten und dann beurteilt er eben, was trifft dazu. Aber in den meisten Fällen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Handyvertrag hast, du gehst da ja nicht vor Gericht, um den irgendwann auszufechten, sondern das ist einfach, beide Parteien gehen den ein, es gibt eine Kündigungsregelung und du kannst den Vertrag vertragsgerecht kündigen. Und das ist alles fein, ja. Da braucht man keinen Staat dafür, braucht man keinen Monopolisten, der sonst irgendwelche Rahmenbedingungen zu oder vorschreibt, weil wenn das Land einmal die Rahmenbedingungen hat, wo man physisch ist als Mensch, weil wir sind eben physische Wesen und müssen uns irgendwo physisch aufhalten, wenn das geklärt ist, wenn der Eigentümer davon geklärt ist und wenn die Beziehung von dir zu dem Eigentümer geklärt ist, dann, ja. Ich glaube, dann kann man super leben. Und das ist eben genau nicht so, wie wir vorhin hatten, mit den Staaten, die dann auf einmal halt die Bedingungen ändern, ja, weil sie es einfach machen können und weil die Kunden keine wirkliche Weg haben, eben die Staaten dann auch vor Gericht zu ziehen. Und ich finde, da sind internationale Schiedsgerichte zumindest mal der Best Guess. Ja, also wenn man es irgendwie lösen kann, dann doch dann so, oder? Mhm. Ja, und ich weiß auch nicht, ob die sich das so vorstellen, dass man, selbst wenn man so ein Schiedsgericht anruft, dass man dann ständig irgendwie, wie jetzt gerade im staatlichen System, so eine aufgebauschte Verhandlung mit, da muss jeder auftreten und dies und das. Und nee, also wenn du eine wenn du meinst, da ist jemand vertragsbrüchig geworden, wäre es ja im Prinzip schon mal der erste einfache Fall, diesem Schiedsgericht beide, also den Vertrag zukommen zu lassen und ja, beide ihren Sachverhalt schildern zu lassen. Und in manchen Fällen ist da wahrscheinlich sogar komplett ohne einen Gerichtstermin oder so etwas zu entscheiden. Also ich weiß nicht, ob die sich das jetzt einfach nur hochkomplex vorstellen, dass man dann jeden Tag irgendwie vor Gericht steht. Also ich habe keine Ahnung. Vor allem private Gerichte haben ja genau den gleichen Anreiz wie private Städte auch. Ja, die stehen auch im Wettbewerb mit anderen privaten Gerichten und dann gibt es halt da keine großartige Bürokratie. Und dann kann es halt sein, dass du relativ schnell deinen Fall vor Gericht bekommst und der wird da entschieden und dann hast du innerhalb von ein paar Wochen deine Entscheidung. Ja, ja, oder vielleicht sogar innerhalb von Tagen. Es kommt ja immer drauf an. Also nehmen wir jetzt mal wieder den Mobilfunkvertrag als Beispiel.
ja, du hast einen Vertrag mit deinem Anbieter und auf einmal stellt dein Anbieter dir kein Netz mehr zur Verfügung. So, es funktioniert einfach nicht mehr. So, ja, dann ist eigentlich relativ schnell zu entscheiden, ja, okay, wer ist vertragsbrüchig geworden und wer nicht. So, und da brauchst du keine jahrzehntelangen Verhandlungen für oder wochenlangen Verhandlungen für. Es gibt teilweise offensichtliche Vertragsbrüche, die du relativ easy beheben kannst, wo du jetzt natürlich heute im staatlichen System monatelang auf einen Gerichtstermin wartest. Ja, klar, dadurch zieht sich das dann Monate, aber eigentlich ist es eine Sache, die man innerhalb von 10 Minuten entscheiden kann. Also. Ja, genau, ich glaube eben, dass da viel von dem staatlichen Mantra noch anhängt und man sich das einfach nicht vorstellen kann, dass das schnell gelöst wird. Ja. Aber es ist halt wie mit der Post, ja, wenn du in eine Post reingehst, die Leute haben da auch nicht wirklich Bock zu arbeiten. Und ich meine, es ist ja bekannt auf den Behörden, dass die schon, was weiß ich, um 12.30 Uhr zumachen und dann machen sie nachmittags nochmal eine Stunde auf und mittwochs komplett zu oder so. Die haben halt einfach keinen Anreiz, die Leute so gut wie möglich zu bedienen, weil die Kunden gezwungen sind, da zu sein. Ja, es ist so einfach, wenn man das runterbricht auf diese Ebene. Ja. Weil moralisch ist es so, du musst da hingehen, um bestimmte Handlungen zu vollziehen und dann ist es halt, ja, die bieten dir nichts an, wenn du im Wartezimmer sitzt. Von einer Planung zur nächsten auch noch organisiert werden. Das Mantra, alles ist erlaubt, verwandelt sich dann plötzlich in alles muss geplant werden. Und dann ist es, wenn dies eintritt, dann ist das der Fall. Die Währungen müssen so beschaffen sein, die Besitzverhältnisse auf diese Weise. Arbeitskräfte müssen so organisiert werden. Dann ist es ja auch noch eine Frage, wie gewährleistet. Ja, aber das macht doch nicht der Freistaat. Betreiber. Also erstmal beim Währungssystem, Währungen müssen so und so beschaffen sein. Ja, es gibt eine Vorstellung, wie eine Währung, die irgendwie gut sein soll, beschaffen sein sollte. Ja, aber eben haben Sie selber noch Hayeks Währungswettbewerb angesprochen. Das heißt, Sie wissen, dass es ein Währungswettbewerb stattfinden soll. Und jetzt kommen Sie mit Zentralplanung der Währung. Genauso mit den Arbeitskräften, die irgendwie geplant werden müssen, durch wen auch immer, wahrscheinlich durch den Freistaatbetreiber. Nein, das machen die Unternehmen, die da ansässig sind. Also und ja, auch Unternehmen planen. Ja, aber dadurch ist nicht jedes Unternehmen eine Planwirtschaft. Wobei, ja, also für sich genommen vielleicht schon, aber aber es ist... Ich weiß ja, nicht. Der Unternehmer plant ja nicht jede wirtschaftliche Aktion, die in der Stadt abläuft, sondern der Unternehmer plant seine Beziehungen zu den Kunden. Und die Kunden untereinander, die Beziehungen sind ja nicht vorgeschrieben. Das heißt, da steht wieder ein völlig unabhängiges Netzwerk. Ja, da müssen sich halt die Kunden untereinander einigen. Ja, also. Ja, der und Unternehmer, das ist ja auch das... Ja. Nee, der Unternehmer gibt ja auch nur... in Wirklichkeit eine Strategie vor und die Maßnahmen selber, wie es dann gehandhabt wird, machen dann die Mitarbeiter. Das heißt, du machst ja diese Planungsebene nicht wie zentral von einem, ich nenne es jetzt auch mal Planungsmonopolisten Staat und auch nicht von dem freien Privatstadtanbieter, sondern es geht halt runter bis auf den Mitarbeiter irgendwann. Und genau so kriegst du ja auch schnelle und sinnvolle Ergebnisse zustande. Mhm. Man jetzt diese Meinungsfreiheit, die will man ja eigentlich absolut gewähren, aber alles soll dann doch nicht gesagt werden dürfen, denn der Islam ist ja auch eine große Gefahr, so brandmarkt das dann ja. Gebel immer wieder kurzum. Aber Gebel sagt nicht, dass da nicht jemand sagen kann, der Islam ist keine große Gefahr oder so. Also er wird dafür keinen ins Gefängnis stecken. Er wird auch keinen dafür ins Gefängnis stecken, wenn er dreimal am Tag nach Mekka betet. So, das ist halt Bullshit wieder. Man schafft eigentlich ein unglaublich großes bürokratisches Monster, nur entstammt das dann dem Schoße der Privatwirtschaft und ist dann kein staatliches bürokratisches Monster. Ja, wir können eigentlich festhalten, am Ende wird hier beinahe eine Planwirtschaft eingeführt, nur plant hier nicht die Politik, sondern die technokratische Verwaltung gemeinsam mit Unternehmen und Investoren. Das finde ich ja im Übrigen, weil wir gerade, oder ich habe ja den Merz angesprochen, das finde ich ja auch so amüsant bei seinem Vorschlag, dass man so eine individualisierte Gesundheitsversicherung macht. Da frage ich mich auch,
was ist das eigentlich für ein bürokratischer Apparat, der dann rausfinden will, wie meine Lebensweise ist und inwieweit die kritisch ist für die Versicherung, sodass ich einen höheren Beitrag zahlen muss. Also wenn das so bürokratisch und teuer ist, dann wird diese Versicherung wahrscheinlich im schlechtesten Fall teurer sein als eine, die nicht auf individuelle Ereignisse oder Lebensweisen Rücksicht nimmt. Ja, also es ist... Die überwachen dann die 3 Zigaretten am Abend, aber sagen dann, aber dafür isst er nicht so viel. Und andersrum, der isst mehr, aber raucht nicht. Also wie soll das alles möglich sein? Aber das sind lauter so Spiele, die hier durchgespielt werden. Und dann stellt sich eigentlich heraus, dass... Ja, du kannst es so machen, du musst es aber nicht. Du kannst auch eine Versicherung anbieten, die auf individuelles Verhalten scheißt und ein, ja, im Prinzip, wenn sich Kunden dafür entscheiden, ich möchte in ein solidarisches Umverteilungssystem einzahlen und bin dafür auch bereit, den höheren Preis zu zahlen, ja, dann können die das tun. Es verbietet niemand, dass man quasi das staatliche Gesundheitssystem, wie es Deutschland momentan hat, nochmal als Versicherung abbildet im freien Markt. Es kann sein, dass dieses Unternehmen damit scheitert, weil vielleicht dann doch die Leute auf die individuellen Tarife gehen. Aber es wird niemandem verboten, das genauso zu machen, wie es jetzt gemacht wird. Nur es wird wahrscheinlich scheitern. Mal es in dem Beispiel ja auch ganz logisch ist, ne? Wenn du jetzt sagst, wie du es so schön sagst, ich scheiße auf die individuellen Entscheidungen des Versicherungsnehmers, dann sind natürlich deine Prämien für alle etwa gleich hoch und hoch. Ja, weil eben, sie sind dann hoch. Du musst ein gewisses Risiko ja abdecken, weil du ja nicht weißt, wie deine Kundschaft so ist. Und wenn du jetzt einen hast, der sagt, ja, ich mache mit dem vorher irgendeinen Check-up, meinetwegen, dann wirst du halt ins MRT gesteckt oder musst halt irgendeinen Fitnesstest machen oder so, um dich irgendwie einzuordnen, wie auch immer man das jetzt haben will. Aber da gibt es ja Mittel und Wege. Oder Alter auch noch mit in Betracht ziehen und Körperfettanteile, was auch immer. Dann werden da natürlich die Leute hingehen, die eher fit sind, weil sie wahrscheinlich dann weniger bezahlen. Das heißt, du hast halt eine Solidarversicherung für alle, ja? Ich nenne es mal Solidarversicherung, die halt hohe Gebühren hat, und dann hast du halt die mit den Fitten, die geringere Gebühren hat, weil die halt alle einen guten Fitnesstest gemacht haben. Weil der adipöse, halbtote Mensch wird nicht die mehr Kosten für den Fitnesstest, ja, Versicherung zahlen. Kannst du auch nicht wollen. So einen allumfassenden Test und eine allumfassende Überwachung einführen, ja, weil die kostet ja auch wiederum Geld. Das heißt, theoretisch könnte es sogar möglich sein, dass die individuelle Versicherung aufgrund der gesamten Überwachung nachher teurer ist als die solidarische Versicherung. Und dann geht da ja auch keiner mehr hin. Dann gehen ja alle in diese solidarische Versicherung. Also du kannst es ja nicht auf die Spitze treiben, wie sie es gerade tun, weil das kostet ja Geld. Und das erhöht dann die Beiträge. Also, und das Schöne ist ja, das ist ja damit, Markt. Ne? Ja. Markt ist ja Versuch und Irrtum. Und das wird irgendeiner versuchen, wird daran scheitern, dann macht es der Nächste oder macht es dieselbe Firma, wenn sie es überlebt hat, einfach nicht mehr. So, sondern wird irgendeinen Mittelweg finden, dass man halt sagt, naja, ich lasse die halt mal 100 Meter auf dem Laufband laufen und gucke den Puls an, das kostet mich irgendwie 30 Euro. Und dann habe ich das hingemacht. Ja, also, Entschuldigung, kostet das, natürlich nicht 30 Euro, weil... Über eine Abfrage einfach, ne? Also... weiß ich nicht, sind sie Raucher, sind sie Extremsportler, sind sie dies, sind sie das, sind sie jenes. Ja, wo man dann einfach auf Vertrauen des Kunden quasi geht und wenn man im Nachhinein dann doch feststellt, der hat ja sein Leben lang geraucht oder der hat ja jetzt doch Extremsport betrieben, dann kann man immer noch sagen, ja okay, dann zahlen wir jetzt nicht. Also ja, du musst nicht ja mal so vorab alles abchecken. Du kannst auch quasi auf Vertrauen des Kunden gehen, und wenn der Kunde dann natürlich versucht zu bescheißen, um einen günstigeren Tarif zu kriegen, ja, dann gibt es halt keine Leistung. Sorry. Ja, das gibt es heute ja schon, so ein bisschen Berufsunfähigkeitsversicherung, wo du halt vorher dich im Endeffekt alles sagen musst, was du tust und ob du rauchst und wie auch immer. Und wenn dann halt am Ende rauskommt, du bist berufsunfähig geworden, weil du meinetwegen Lungenkrebs bekommen hast und nachweisbar ist, dass du halt schon geraucht hast zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, gelogen hast, dann werden die nicht zahlen, richtig. Ja. Ich weiß es, ich habe eine, ich bin Raucher und ich habe damals angegeben, dass ich Raucher bin. Ja. Dann kosten meine Beiträge halt mehr, aber wenn ich halt dann trotzdem mal wegen Lungenkrebs nicht mehr da bin, dann oder nicht mehr arbeiten kann, dann werden die trotzdem zahlen, weil ich ja auch schon die höheren Beiträge bezahlt habe die ganze Zeit, mit dem Wissen, dass ich Raucher bin.
Ja, einfach wieder mal kreativ werden, ne? Mal sich überlegen, mal die Sachen weiterspinnen, ne? Und dann sind Olle und Wolle wieder schon fast widerlegt. Das Konzept Privatstadt steht in Wahrheit für eine rechtslibertäre privatwirtschaftliche Planwirtschaft, Unsinn. Nur ohne halt die sozialstaatlichen Errungenschaften. Ja, leid tun können einem da eigentlich die armen Teufel, die dann tatsächlich in solchen Regionen leben und dann darauf hoffen, dass sich dort etwas für sie verbessert durch solche Städte. Ansonsten würde ich ja sagen, wäre es zum Totlachen, ne? Also sich einfach vorzustellen, dass jetzt der Herr Gebel hier, der ja mit seinem Buch einen etwas beschränkten Eindruck hinterlässt, wenn der jetzt auf die Idee käme mit den ganzen verrückten Bitcoin-Dudes und sonst was, ich meine, wir kennen ja diese Verrückten alle von Twitter, eine Stadt zu gründen und die würden dann mal dem Rest der Welt zeigen, wie toll das ist, wenn alle ohne irgendwelchen staatlichen Zwang zusammen ganz, ganz freiwillig kooperieren und so. Ich glaube, da hätten wir alle echt viel zum Schenkelklopfen. Was wir an den Privatstädten aber auf jeden Fall sehen können, ist. Und das Schöne ist ja, ich weiß gar nicht, warum sie jetzt dagegen die ganze Zeit hetzen. Stell dir mal vor, die machen die Privatschaft mit den ganzen Bitcoin-Dudes auf Twitter und es funktioniert nicht. Dann haben Olle und Bolle ja was zu lachen und die Privatschaft ist halt gescheitert. Oder es funktioniert und Olle und Bolle haben halt nichts zu lachen und die Privatschaft funktioniert. Also ich weiß nicht, warum man jetzt dagegen advokieren muss, weil im Endeffekt betrifft es beides nicht. Ja. Das ist auch immer die Sache, die ich bei Andreas Kemper nicht verstehe. Ja? Also wenn die Leute da freiwillig hinziehen wollen, warum kritisierst du die? Und wer bist du zu sagen, dass das eine schlechte Entscheidung ist? Ja, also da gehört eine bestimmte Bescheidenheit auch dazu, zu sagen, ja, ich weiß nicht, was für dein Leben am besten ist und ich will dir da nicht reinreden. Ja, deswegen... Lass die Leute doch einfach ausprobieren und mal ein bisschen Innovation reinbringen, weil es ist halt tatsächlich so, dass während sich das Smartphone radikal verändert hat und aus dem Nichts zu diesem unglaublich krassen Gerät geworden ist, was wir mittlerweile haben, so hat sich halt der Staat überhaupt nicht verändert. Der ist mehr oder weniger gleich geblieben über die letzten, was weiß ich, 80 Jahre jetzt. Und auch die Schule hat sich nicht verändert, ja, weil in der Schule, oder sie hat sich schon verändert, aber mit was für einer Geschwindigkeit, wenn man die Geschwindigkeit von anderen Entwicklungen anschaut, überhaupt noch so physischen Unterricht zu machen, ist halt mittlerweile, ja, also ich meine, im Internet kannst du halt viel bessere Quellen finden, ja, du kannst zu den besten Leuten gehen und von den besten Leuten direkt lernen und musst nicht von so einem, ja, mit Verlaub, publiken Gymnasiumlehrer dann Geschichte erklärt bekommen, ja, sondern da gibt es richtige Experten, die den Kurs fertig machen und da viel Mühe reinstecken und der kann von allen angeschaut werden, ja. Das Internet hat die Box erweitert, in der wir leben und das ist halt überhaupt nicht berücksichtigt im staatlichen Modell und alles, was der Staat halt so angefasst hat. Im Geldsystem ja genauso, ja. Der Euro ist nicht ausgelegt dafür, eine digitale Währung zu sein. Und die müssen jetzt praktisch nach 20 Jahren den Euro digitalisieren. Und ja. Bitcoin ist halt wenigstens schon digital, ja. Das ist nativ. Damit kann man viel mehr machen. Ja, es ist tatsächlich die größte Innovation kam, Entschuldigung, trotz der ständigen Gängelung, die man so hat, kommt halt aus dem privaten Bereich. Ne? Bitcoin ist eine Innovation des Geldes oder ja, das Internet ist eine Innovation von Bildung, ja, es ist Raumfahrt. Raumfahrt werden wir jetzt immer noch nicht bei SpaceX, was die alles geleistet haben, wenn SpaceX nicht gibt, wenn es dieses private Unternehmen nicht gibt. Ja, die jetzt gerade Internet in die ganze Welt über ihre Satelliten bringen ja, also alles an Innovation kommt rein aus dem privaten Bereich und nichts kommt vom Staat. Und allein das nicht zu sehen, ja. Auch bei den Telefonen. Hätte der Staat irgendwann mal festgesetzt, so, das ist ein Telefon, würden wir wahrscheinlich heute immer noch mit einem Nokia 3210 rumlaufen. So, das hat produziert zu werden und wer da irgendwas anderes machen will, ja, nee, es ist verboten. Also. Genau. Und ähm,
Ja, aber Ole und Wolfgang sehen das bestimmt anders. Der Staat setzt ja Subventionen und deswegen passieren die ganzen tollen Sachen. Ja, haben sie ja schon gesagt, ne? Das Silicon Valley wäre immer noch eine trockene Wüste, wenn der Staat da nicht komplett bescheuert, ey. Die Straßen hingesetzt hätte. Die würden wahrscheinlich auch sagen, so, ja, das Internet wurde vom Militär in den USA entwickelt und die Raumfahrt wurde auch von der Regierung in den USA in den 60er Jahren nach vorne getrieben. Und wenn die Regierung kein Geld in die Forschung investieren würde, dann würde keine Forschung betrieben werden und wir würden alle noch, ja, was weiß ich, mit Kutschen fahren und so weiter und so fort. Und ich meine, da ist ein Funken Wahrheit drin. Das Internet wurde anfänglich vom US-Militär entwickelt. Und auch die Raumfahrt wurde anfänglich von der US-Regierung und von der sowjetischen Regierung natürlich auch vorangetrieben. Aber genau was wir heute haben, ja, ein kommerzialisiertes Internet und die ganzen Dienste, die auf dem Internet laufen, die hat der Staat nicht erfunden. Ja. Mhm. Und da wären die niemals dazu in der Lage gewesen. Und gerade beim Internet ist es ja interessant zu sehen, wie groß die Open-Source-Community ist. Mhm. Und Leuten, die einfach, weil sie Bock drauf haben, Code schreiben, den man benutzen kann und der Leute zusammenbringt, der Leute verknüpft, der Messenger-Dienste, Webseiten, Foren, E-Mail und so weiter und so fort. Und ich finde, da zu sagen, ja, aber ohne die US-Regierung hätte das nicht angefangen, finde ich schwach, weil ich glaube, also es ist natürlich immer schwer, so ein Counterfactual zu machen. Wie wäre es gewesen, wenn es zu dem Zeitpunkt keine Regierung gegeben hätte? Aber ich glaube, im Kern ist eigentlich das Argument, wenn der Staat nicht die Forschung finanziert, dann wird die Forschung nicht finanziert. Und das, glaube ich, ist halt absolut nicht so. Nee, ich glaube, Forschung wird schon betrieben, aber nicht in dem Rahmen, wie das halt traditionell staatlich ist, sondern Forschung passiert halt ja in Garagen zum Beispiel und eher so dezentralisiert. Mhm. Und man sollte sich eigentlich eher anschauen, wie ist das Payment-Modell um Forschung herum, ja, mit dem Intellectual Property. Ist vielleicht auch nicht ideal gelöst. Und ja. Am Ende habe ich jetzt gerade noch mal überlegt, gerade mit der Internetgeschichte. Ich meine, das wird ja irgendeine Person gewesen sein, die auf die Idee gekommen ist, es macht irgendwie Sinn, Daten über eine Telefonleitung zu transferieren. So, da möchte ich jetzt erstmal sagen, dass selbst wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gegeben hätte und diese Person nicht da gewesen wäre, dann wäre vielleicht irgendwann jemand anders darauf gekommen, weil es ist halt eine sinnvolle Technik irgendwie. Und natürlich kann es sein, dass das Internet später gekommen wäre, wenn die US-Regierung bzw. das Militär das nicht, beziehungsweise ja doch Militär mit Universitäten zusammen irgendwie haben das ja entwickelt. Also ich halte es irgendwie für vermessen zu sagen, ja, nur weil es den Staat gibt, gab es diese eine Person, die auf die Idee gekommen ist, Daten über eine Telefonleitung zu transferieren. Also und das zu einem Netzwerk zusammenzuschließen, also ich weiß nicht, also ja klar, es hätte später passieren können und nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber auch das ist nichts, was nur mit dem Staat geht und was enorme Mittel zur Aufwand hat. Also ich meine, einen Modem zu bauen, da hätte man auch mit wenigen 100 Euro Einsatz oder damals D-Mark oder US-Dollar hätte man auf die Idee kommen können. Da musst du kein Milliardenunternehmen für gründen, um auf die Idee zu kommen und das auszuprobieren, ob es funktioniert. Also ja. Es hängt ja auch noch der ganze Incentive-Apparat für Unternehmen mit dran. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel angenommen, wir würden in Enkepistan leben und wir hätten ein hartes Geld als Leitwährung, sagen wir mal Bitcoin oder Monero, und die Wirtschaft ist stabil.
dann ist der Anreiz für die Unternehmer, langfristig zu investieren, ja, und halt dann auch in Sachen wie Forschung zu investieren, weil man sich langfristig das Unternehmen plant und sagt, okay, ich wirtschafte nicht nur für das nächste Quartal, um die Aktien schön zu machen, um am Aktienmarkt gehandelt zu werden, sondern ich wirtschafte auf die nächsten 5, 10, 20 Jahre, und dann ist halt sowas wie Forschung super relevant, weil du brauchst das, um den Wettbewerb oder den Competitive Advantage zu behalten. Und da hängt auch wieder der Staat mit drin. Das ist halt alles so Unseen Consequences von Easy Geld oder Easy Money und generell den Schulden, die der Staat macht. Ja, das spielt da alles mit rein. Und dann am Ende des Tages haben wir Olle und Bolle hier sitzen, die sich über einen innovativen Ansatz lustig machen und sagen so, das kann nicht funktionieren. Und selbst wenn, sie nichts damit zu tun, es würde sie null belasten, hat Kunawa ja eben auch schon gesagt. Selbst wenn es nicht funktioniert, es belastet sie doch nicht. Meine Güte, lass genau, die Leute doch machen. Das ist der Punkt. Ich finde, es ist total okay, wenn die meinen, das kann nicht funktionieren. Und ich finde es auch okay, wenn die Leute auslachen, die denken, dass es funktionieren kann. Aber ich finde wichtig, dass man halt trotzdem die Freiheit lässt, das auszuprobieren und zu sagen, hey, Worst Case, ihr scheitert und wir bleiben beim Status Quo. Und Best Case, ihr erschafft ein neues System, was das alte System, unter dem wir gerade leiden, weil ich glaube, auch Wolfgang und Ole würden zustimmen, dass das aktuelle System nicht ideal ist. Und wie Buckminster Fuller ja gesagt hat, man ändert ein System nicht, indem man das System ändert, sondern indem man eben ein Neues schafft, was das Alte obsolet macht. Und ich glaube, Free Private Cities können eben genau das sein. Genauso wie Bitcoin so ein Leuchtturm, der zeigt, hey Leute, das ist möglich. Und auf einmal hast du ganz viel Innovation in diesem Segment. Ja, weil dann bist du in einem freien Markt und die Leute wittern das. Und stell dich mal vor, wir hätten auf einmal, was weiß ich, 1000 Free Private Cities, genauso wie wir 1000 verschiedene Kryptowährungen haben. Ja? Gut, ich glaube, zu einer Free Private City gehört ein bisschen mehr als nur ein paar Knöpfe drücken, um den Token zu launchen, aber das Prinzip der Marktwirtschaft ist das gleiche. Ja, genau. Die einzige Frage da ist nur, wie sehr tolerieren die Staaten, dass praktisch dieses Territorium aufgekauft wird und sie ihre Hoheit darüber abgeben? Weil das ist ja die alles entscheidende Frage. Wir haben diesen Staatenbund, der untereinander klopfen die sich alle auf die Schultern und sagen, ja, ihr seid Staaten und wir erkennen euch als souveräne Staaten an. Und wenn dann jemand Neues dazukommen will und sagt, ey Leute, ich bin auch souverän, dann gucken die so runter und sagen, nee, du bist nicht souverän, wir erkennen dich nicht an. Und nur weil sie sagen, bist du sozusagen nicht legit. Dabei auf einer moralischen Ebene, als Individuum bist du souverän. Ja, das ist das, was ich immer meine. Wenn ich sage, wir sind souveräne Individuum, ultimativ fällt diese Kraft zu herrschen einem selber zu. Ja, das ist das, was Eigentumsrechte heißt, dass man halt in vollständiger Kontrolle ist. Und ultimativ solltest du immer das Recht haben, zu sagen, Leute, ich bin raus, ich benutze mein Veto und ihr könnt weitermachen, aber ohne mich. Und genau das gesteht der Staat einem eben nicht zu, dass man dieses Opt-out hat, sondern er sagt, hey, du gehörst mir und ich bitte dich zur Kasse. Das Thema Boden wird global eines der wichtigsten 21. Jahrhunderts sein. Das erkennt man auch an den Investments der Superreichen. Also Mark Zuckerberg hat vor ein paar Jahren 283 Hektar Land auf Kauai, die Insel gehört zur Inselgruppe Hawaii, gekauft. Und vor einer Weile kamen 243 Hektar nochmal hinzu. Man könnte sagen, eigentlich eine neue Form des Kolonialismus, der aber dann nicht mehr von alten Ideologien geprägt ist und die Unterwerfung und die Verdrängung der Bevölkerung rassistisch begründet. Es gilt einfach ganz neutral und freiheitlich das Recht desjenigen, der mehr Geld hat. Und Bill Gates übertrifft das wiederum um ein Vielfaches. Gates besitzt inzwischen 110.000 Hektar Ackerland. Das ist insgesamt eine Fläche, die so groß ist wie Hamburg und Bremen zusammen. Gerade gibt man sich ja sehr sensibel in kulturellen und politischen Institutionen, was den Kolonialismus anbelangt. Dabei wird aber gern übersehen, dass es längst neue Kolonialherren gibt, die aber, wenn es denn sein muss,
auch noch mit der Diversity-Fahne wedeln. Diversity is good for innovation, twitterte Gates 2019. Ja, stimmt, aber eine neokoloniale Oligarchie sicherlich nicht und die ist auch nicht divers. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Ja, es gilt das Recht dessen, der am meisten Geld hat. Wie steht ihr zu den Kommentaren von am Ende jetzt zu Bill Gates? Findet ihr das von der libertären Sicht her legit, dass Bill Gates so viel Land kauft und eventuell auch irgendwann sagt, jo Leute, ich bin unabhängig? Ja klar, warum nicht? Ich meine gut, da kann man vielleicht noch irgendwie argumentieren, wie ist er denn zu seinem Geld gekommen und wie ist der überhaupt zu dem Land gekommen? Weil ich glaube, da gibt es nämlich auch interessanterweise sogar aus der linken Bubble Kritik dran, dass er ja so viel Land kauft, weil er da irgendwie, vielleicht lüge ich jetzt, ich weiß nicht, ich meine mich zu erinnern, dass er da irgendwie Deals mit dem Staat oder mit den jeweiligen Staaten gemacht hat, um da möglichst viel Land aufzukaufen. Aber ich müsste mich nochmal genau einlesen. Aber also ich glaube, das ist nicht alles mit marktwirtschaftlichen Mitteln vonstatten gegangen, wie er an das Land gekommen ist. Aber sonst, wenn es so wäre, ja, warum nicht? Du musst unterscheiden. Also primär ist es eigentlich ein privater Kauf und dem ist nichts entgegenzusetzen und nicht zu diskutieren, meiner Meinung nach. Aber wie unbasiert schon gesagt hat, es kommt darauf an, wie er zu Geld gekommen ist. Und ich hole da leider wieder die alte Leier heraus mit meinen Diseconomies of Large Scale. Der Grund, warum die Leute jetzt so ultrareich sind, liegt primär daran, dass sie irgendwie, ich sag mal, in Anführungszeichen mit dem Staat im Bett liegen. Durch entweder Lobbyismus oder durch Reglementarien, die ihnen halt profitieren. Darunter gehört übrigens auch ein Mindestlohn oder so ein Lieferkettengesetz oder sonstiges. Und es kann in einem echten freien Markt kann es kein Monopol geben. Das ist allein schon, da gibt es diese Diseconomies of Large Scale, das heißt, je größer ein Unternehmen wird, also es gibt die Economies of Scale, je größer es wird, desto günstiger kann es einkaufen, produzieren, Skaleneffekte, pipapo, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt dreht sich dieser Effekt um. Das ist ein belegter betriebswirtschaftlicher Aspekt. Und warum es trotzdem geht, dass diese Unternehmen so reich und so groß und ihre Gründer so reich werden, liegt primär daran, dass halt einfach günstige Gesetze für sie gemacht werden, die Wettbewerb in irgendeiner Art und Weise behindern. Und deswegen ist alleine die Grundtatsache, dass jemand so viel Land kaufen kann, liegt eigentlich nur daran, dass er in irgendeiner Art und Weise von dem Staat profitiert. Und das ist abzulehnen, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist messerscharf analysiert. Das ist die perfekte Retour. Genauso, ja, beschreibt es Rothbard ja auch, immer wenn die Frage aufkommt, ja, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, so, wir haben hier eine bestimmte Situation, ja, kann Bill Gates das Land kaufen? Wir stellen uns eigentlich nur die Frage, hat der gerechtes Eigentum über sein Eigentum, das er zum Tausch bietet? Und wenn er das hat, natürlich, ja, warum soll Bill Gates das nicht dürfen? Und er tauscht ja Wert für Wert. Es ist nicht so, dass er da hingeht und sagt, so, das ist jetzt meins und alle Leute, die dagegen sind, erschieße ich, sondern demjenigen, dem das Land vorher gehört hat, gibt er Wert. Und so einfach kann es sein, eigentlich eine politische oder ein Verdict zu sprechen. Ja? Also das Naturrecht ist relativ simpel. Wenn wir geklärt haben, und ich glaube, die schwierigste Frage ist halt wirklich, was ist jetzt alles gerechtes Eigentum von dem Eigentum, was Bill Gates hat und was ist ungerecht erworben? Weil natürlich auf der einen Seite hat er große Dienste für die Menschheit getan mit Windows und auf der anderen Seite ist es vielleicht ja nicht alles ganz koscher. Und also, keine Ahnung, wie stellt ihr euch das vor, wenn jetzt von heute auf morgen in Capistan ausgerufen worden wäre, würde dann idealerweise, ja, gehen wir mal vom Best Case aus, da ein Gerichtsprozess stattfinden und man versucht das irgendwie aufzudröseln oder wie will man das jemals aufdecken? Also ich glaube, dass das unfassbar kompliziert ist, das alles aufzudecken, was eben jetzt legitim erworbenes Eigentum und nicht legitim erworbenes Eigentum ist.
Also in meiner Vorstellung, also ich habe mir da noch keine großen Gedanken zu gemacht. Ich, also wenn man jetzt von heute auf morgen Enkepistan hätte, würde ich es wahrscheinlich einfach so weiterlaufen lassen und gucken, wie gut sich Bill Gates in einem freien Markt bewährt. Und ja, das, im Prinzip stellen ja auch die gleiche Frage die Linken über erworbenes Eigentum oder zugeschriebenes Eigentum damals im Dritten Reich. Sie stellen ja auch die Frage, ja, okay, warum ist VW denn ein so großer Weltkonzern? Ja, ja, die haben sich damals auch mit Adolf Hitler ins Bett gelegt. Ne? Also man muss schon sagen, ja, man darf das alles schon irgendwo auf moralischer Ebene hinterfragen. Die Frage ist halt, wie viel von dem jetzigen Reichtum ist jetzt halt wirklich noch darauf zu begründen, dass es eben ja dieser Staatskorporatismus, dass der stattgefunden hat. Also für mich ist das schwierig zu klären. Ich habe mir da wenig Gedanken drüber gemacht, aber ja. Im Zweifel ist wahrscheinlich, wo kein Kläger, da kein Verbrechen. Ja, also wenn irgendjemand hinkommt und sagt, yo, Bill Gates, ich habe hier eine Forderung und ich kann es beweisen und der zerrt den dann vor ein Gericht, dann kann er es vielleicht geltend machen. Und selbst wenn Bill Gates jemanden oder ja eigentlich ungerechtes Eigentum hat, wenn es keiner abholt, dann ja, ist es natürlich scheiße, aber lieber at least do no harm, ja, also weniger, wenigstens nicht Bill Gates noch seines gerechten Eigentums berauben, weil dann würde man selber zum Räuber werden. Genau. Und gut, dann haben wir es geschafft, durch die Dreiviertelstunde Olle und Bolle zum Thema rechtslibertäre Utopien, private Städte. Ich hätte mir gewünscht, so abschließend, dass die letzten 20 Minuten zuerst gekommen wären. Weil ich finde, das waren die wirklich relevanten Teile und den Anfang hätte man sich komplett sparen können. Das führt für mich nicht zu einer interessanten Diskussion, weil wir wollen ja hier nicht irgendwas durch den Dreck ziehen und einfach nur zur Schau stellen, sondern wir wollen ja was dazulernen und gerade so ein innovatives Konzept wie eine freie private Stadt, ja, wie abgedreht ist das denn, lohnt es sich auf jeden Fall wirklich mit einer Lupe anzuschauen und ich finde, das haben die beiden nicht so wirklich gemacht. Also die haben zwar schon das vorgelesen, was eine freie private Stadt ist, aber die haben sich da nicht wirklich reinversetzt in die Situation und da so ein paar Eventualitäten durchgespielt und kritisiert, weil es gibt vielleicht wirklich legitime Kritiken, aber das ja, haben sie mir nicht gut genug beleuchtet. Was ist eure abgehende Meinung? Kunabe? Ja, sie haben sich halt, wie du schon gesagt hast, die ersten 20 Minuten konnten wir sie schenken und danach haben sie sich halt sehr an Strohmännern aufgehangen und ganz viel nicht konsequent zu Ende gedacht, wie, ich bleib mal in den Worten von Olle jetzt. Es ist halt sehr problematisch, wenn man sich an irgendwelchen Strohmännern aufhängt und irgendwas ganz abstrahiert, was dann in der Wahrheit so wahrscheinlich nicht eintreten wird, weil es halt einfach eine einfachere, günstigere und sinnhaftere Lösung für Dinge gibt. Ja. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich habe ja zwischendurch gesagt, ja, ihr argumentiert auf eine Weise, die ich nicht besonders gut finde. Gerade durch dieses Weglassen von Lösungen, die ganz offensichtlich sind, wie eine private Krankenversicherung, dass sie mussten dieses Weglassen, um damit dann ein Argument zu haben, dass wo sie sich dann über die Spendengalas lustig gemacht haben. Und also, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie unehrlich, wie sie da rangegangen sind, ob das bewusst war oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch nicht viel Neues gehört, muss ich jetzt sagen. Also wer Andreas Kemper verfolgt, ja, im Prinzip war das einmal, ja, das, was er auf Twitter von sich gibt, war das einmal jetzt in Videoform gefasst. Ja, also, ich weiß nicht. Also ich hätte mir da irgendwie Spannenderes gewünscht, was die als Probleme darstellen. So, aber es waren halt immer entweder durch Weglassen jetzt oder so einfache Sachen
wo man sagen kann, ja, okay, wenn du das vertraglich, wenn du irgendwas geregelt haben willst, ja, dann regel es vertraglich. Also es war einfach, ja, es war jetzt keine große Herausforderung, irgendwie denen entgegenzutreten. Wie du auch schon gesagt hast, Alex, also man will sich ja jetzt nicht unbedingt über die lustig machen, auch wenn man es ab und zu dann mal tut, aber ich denke, heute haben wir das in einem ganz guten, ernsthaften Rahmen ja, stattfinden lassen und ja, also mir hat es trotz allem gut gefallen, muss ich sagen. Ja, deren Argument am Ende war ja dann, dass eine freie Privatstadt eine komplette Planwirtschaft ist und eine komplette Willkürherrschaft. Ne? Das war ja so die Quintessenz von den Argumenten. Oder habt ihr da noch was hinzuzufügen, was euch einfällt? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe da eigentlich nicht mehr viel. Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, ja. Es ist im Prinzip ja auch Diktatur derjenigen, die das meiste Geld haben. Das war ja auch nochmal quasi am Ende. Also bestimmen tut der, der das meiste Geld hat, und das ist halt irgendwo Quatsch. Und gerade wenn es dann wieder auf die freien Privatstädte bezieht, wo man halt einen Vertrag hat und eigentlich nur den Vertrag unterschreibt, wenn man nicht willkürlich ja, gegängelt werden kann. Ne? Weil das ist ja eigentlich das genau der Kernpunkt einer freien Privatstadt, dass man eben keine willkürlichen Gesetzesänderungen hat. Und demnach, ich weiß nicht, sie scheint es nicht verstanden zu haben. Ja. Okay, also ich hoffe, lieber Zuhörer, du hast was mitnehmen können aus dieser weiteren Folge Olle und Bolle, featuring Konava und unbasiert vom Podcast Die Marktradikalen. Vielleicht sagt ihr noch kurz, wo man euch finden kann und was ihr so macht. Ja, also finden wird man uns so ziemlich auf jeder Plattform, wenn man die Marktradikalen eingibt. Auch auf Spotify sind wir unterwegs, Apple Podcasts und so weiter. Also wir betreiben halt einen YouTube-Kanal, der sich generell so ein bisschen mit dem Thema Libertarismus befasst und Fragen beantworten will, die häufig auftreten. Wir haben da selber auch ja, Podcasts mit Interviewgästen, haben halt unseren libertären Wochenrückblick, der findet halt immer samstagabends statt. Das ist im Prinzip auch eine Reaction, aber dann auf Artikel oder auf Tweets. Und ja, also wer da interessiert ist, alternativ www.die-marktradikalen.cc, da sind alle Sachen verlinkt, wer da mal reinschauen will vielleicht. Und genauso gut an die Zuschauer auf unserem Kanal, zu Alex Anarcho werden wir natürlich auch alles verlinken. Ich muss nur korrigieren, unser Podcast ist sonntags, nicht samstags. Ach so, habe ich Samstag gesagt. Ja, aber alles gut. Und ihr seid so krass, ihr haut die Folge immer noch am Sonntagabend dann raus, ne? Ja, ja, wir nehmen um 18 Uhr auf und hauen die dann noch am gleichen Abend raus, ja. Ja, das Schöne ist, ich mache die Vorarbeit und der unbasiert muss dann die Nacharbeit machen. Ne? Genau, das ist ja Arbeitsteilung, ja. Und mich psychisch foltern lassen mit den ganzen Covid-Nachrichten, die da die Woche reinkommen. Also, was auch manchmal trotzdem sehr unterhaltsam ist. Alright, dann schaltet ein die Marktradikalen und auch meine nächste Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao.